Es wird Zeit, dass ihr uns hört, wir wollen Frieden. Oh nein, wir stehen hier nicht für Krieg, wir wollen Frieden. Und sind gemeinsam hier, bis weiße Tauben fliegen. Nicht eine Kugel ist es wert, dass wir mit Gewalt die Welt zerstören. Es wird Zeit, dass ihr uns hört, wir wollen Frieden. Ja, willkommen zu Freedom. Willkommen im Frieden. Wir stehen da für Frieden. Ich bin der Markus Hölscher, komme aus Klagenfurt. Wir haben jeden Montag seit ein paar Monaten schon Friedensharmonie, Friedensmahnwachen. Wir machen das so, wir sind Leute, die da sind, die zu verschiedenen Themen was zu sagen haben, die was einfach oft genug haben mit der aktuellen Politik, mit der Weltsituation und die dann einfach darstellen und Sachen bringen, die was man oft nicht hört im Radio, im Fernsehen oder sonst wo. Ich lade alle voll herzlich ein, da einfach zuzuhören, eine eigene Meinung zu bilden, dabei zu sein und wirklich selber auch was zu sagen. Dazu zu sagen ist wirklich, wenn wer was sagt, es hat jeder die Eigenverantwortung über allem, was man da sagt. Und ja, ich ermutige jeden, kommt einfach selbst dabei, redet einfach. Und ich kann erzählen, ich war am Samstag bei der Antizensurkonferenz, das ist in der Schweiz, das ist die größte Plattform für freie Meinungsäußerung. Es war wirklich gewaltig, was da war. Was mir am meisten getaugt hat, war nicht, dass es Wissen, was man gehört hat, sondern einfach, dass jetzt Leute aufstehen, dass Leute Sachen sagen, dass Leute über Dinge reden, die was man sonst nicht hört, dass Leute Mut haben, über Dinge zu sprechen. Und am meisten hat mir das getaugt, das hat der Gründer der AZK gesagt, der Ivo Sasek. Wir sind ja echt in einer Kriegsproblematik drin, es herrscht Krieg auf der Erde und er hat gesagt, er geht nicht in den Krieg, wenn es einmal so weit kommt und ich spreche das jetzt auch zur Politik, zur österreichischen, zum Militär, ich gehe nicht zum Krieg, egal was ist, egal wer das auslöst, egal wie es ist, genau. Und ich sage dazu jedem, wenn es zu einem Krieg kommt, geht es nicht zum Krieg, geht es einfach nicht zum Krieg. Da sollen die Staatsmänner, da sollen der Fischer und alle, was da sind, die sollen sich gegenseitig in einen Raum selber niederschießen, aber nicht das Volk. Und sie tun dann hinten um und überleben, das geht nicht mehr so weiter, das muss aufhören. Genau. Ich darf heute voll was Superes ankündigen. Um 19 Uhr für alle, was da sind, da schaut man mir um zu einer anderen Friedensmahnwache. Da wird der Harry Friedmann kurz was sagen. Wir werden da schauen, dass das funktioniert. Wir erwarten es einfach. Super wird das. Warum wir in die Ursache gekommen sind, dass das System momentan so läuft, wie wir es für normal empfinden. Das heißt Stress am Arbeitsplatz, Stress in der Schule. Wir werden immer zu irgendwas genötigt, was wir eigentlich gar nicht wollen. Die meisten von uns wollen keine Hausaufgaben, beispielsweise in der Schule. Trotzdem werden wir genötigt, wir wollen das, weil wir für das System auch erzogen werden. Es geht auch darum, Finanzindustrie. Was ist die Finanzindustrie? Entschuldigung. Die meisten von uns glauben ja, dass das Geld, das wir zum Tauschen verwenden, der Staat produziert oder die EZB oder so irgendwas. Und das ist zu einem geringen Teil wahr. Aber der meiste Teil basiert in einer Buchhaltung. Man kann sich da sehr, sehr gerne im Internet auch schlau machen. Das ist gar nicht einmal so schwer zu verstehen. Nur wir durften es nicht lernen. Niemand darf es lernen. Ich habe mich über dieses Thema auch mit Leuten unterhalten, die BWL studieren. Und die wussten das nicht. Mann, das ist ja irre. Unglaublich. Geld entsteht durch einen Kreditvertrag. Ob jetzt der Staat, wir glauben alle, der Staat muss Geld bei den Banken leihen. Hallo? Wieso? Ist nicht der Staat derjenige, der das Geld herstellt? Hallo? Warum muss er denn jetzt das Geld bei den Banken leihen? Schon komisch, oder? Irre. Aber es ist halt in unserem, so ist es. Und das Problem dabei ist, es gibt einen Mindestreservesatz, das heißt, Mindestreserve heißt, ich brauche nur einen kleinen Teil von meinem Geld hinterlegen und der Rest wird aus Luft erzeugt. Das heißt, wenn wir einen Kreditvertrag unterschreiben, heute bei der Bank, dann erhalten wir kein Geld, kein Geld der Sparer. Ich selbst war mal in der Branche Finanzdienstleister. Wow, ich habe mich geehrt gefühlt. Mit Krawatte, mit Sakko, mit allem bin ich rumgerannt, Mann. Und war richtig stolz auf meinen Job. Aber bei der Frage beim Unterricht,
warum müssen die Sparzinsen von den Sparern geringer sein als die Kreditzinsen von den Leuten, die den Kredit bezahlen, wurde mir gesagt, das ist das Geld von den Sparern. Wow, richtig cool, muss ich sagen. Dachte ich mir, komisch, in meinem Umfeld kenne ich nur Leute, die Schulden haben, die nur Kredite haben, aber kein Plus am Konto, außer meine Mama. Die hat seit 30 Jahren richtig, ehrlich, jetzt sage ich es wirklich, ja. Und meine Mama hatte 30 Jahre gespart für uns Kinder, auf sich selbst verzichtet, muss ich wirklich sagen. Meine Mama ist der Hammer, wenn ich so sagen darf. Ja. Und da habe ich gefragt, die Mama, du hast du jemals von einem Banker einen Anruf bekommen oder ein Schreiben, dass du von einem Guthaben irgendwas für einen Kredit hergibst? Sagt sie, nein. Wow, aha, okay, alles klar. Dann erfuhr ich später mal, dass die Kreditschöpfung oder Giralgeldschöpfung, wenn man das so ansprechen darf, ja, wie soll ich sagen, wenn jemand zur Bank geht und einen Kreditvertrag unterschreibt, sei es der Unternehmer oder sei es irgendjemand, dann erzeugt erst die Bank das Geld in dem Moment, wo ich die Unterschrift setze darunter. Das heißt, ich habe eine Schuld gegenüber der Bank, vermeintlich. Ist ja gar nicht wahr. Das ist ein Blödsinn. Weil die Banken erzeugen Schuld. Wenn man meine Menschen mit Schuld drückt, dann funktionieren die Menschen besser für eine Gesellschaft oder für die, die uns die Schuld aufdrücken wollen, als wenn wir Menschen frei sind. Wenn Menschen frei sind, gesund sind und glücklich sind, dann funktionieren wir nicht mehr so sehr für dieses, was die uns wollen. Das ist der Unterschied. Entschuldige, jetzt ist mir der Faden gerissen. Tut mir leid, Entschuldigung. Zum Finanzsystem. Das heißt, das Geld wird durch Kredit erzeugt. Wenn der Staat wirklich Geld produzieren würde, in dem Ausmaß, wie wir glauben, dann würde es keinen Mindestreservesatz geben und dann würden die Banken auch keine Angst haben vor einem Bankenrun, weil das Geld ja da sein müsste. Aber es ist nicht da, weil die Banken es erfinden aus Luft. Und wir glauben, wir haben Schuld. Wir haben keine Schuld. Wir sind nicht schuld. Entschuldigung, ist mir der Faden gerissen. Es wird uns eingeredet, dass wir immer irgendwie klein sein müssen und so weiter. Das heißt, wenn wir einen Kreditvertrag unterschreiben, dann unterschreiben wir einen Schuldvertrag. Der Schuldvertrag wird in bares Geld von den Banken umgemünzt, aktiv und passiv Seite, falls sich jemand mit der Buchhaltung auskennt. Die Banken dürfen nämlich interessanterweise eine doppelte Buchhaltung haben. Sehr interessant. Wenn ihr heute ein Auto kauft zum Beispiel, das Auto, gebrauchtes Auto kostet 3.000 Euro, dann hole ich von meinem Girokonto, egal wo das Geld herkommt, 3.000 Euro im Bar ab, das gibt es ja noch, weil ja 2% Mindestreserve sind oder 1% und gibt das dem Verkäufer und ich kriege das Auto. Ich habe nur eine einfache Buchhaltung. Die Bank darf aber ganz was anderes. Die darf Bilanzen herstellen und Bilanzen so tunen, kann man so sagen, wie es ihr beliebt. Und alle, fallen drauf rein, wenn man so sagen darf. Die meisten von uns. Die Bank erzeugt Geld aus Luft und wir glauben, wir zahlen etwas zurück. Wir zahlen nichts zurück. Der Staat leiht sich Geld bei den Banken. Jetzt die Frage, logische Frage, ganz einfach. Warum muss ein Staat Geld bei den Banken leihen, wenn er selbst herstellt? Hallo? Ja, entschuldige, habe ich als Staat die Hoheit oder die Bank die Hoheit? Im Grunde spielt es ja gar keine Rolle, wer das Geld herstellt. Das Wichtige ist, dass wenn ich einen Wert in der Wirtschaft erschaffe, beispielsweise ich mache ein Haus oder ich baue ein Haus und nehme beispielsweise 100.000 Euro Kredit auf, dann ist es ein neuer Wert. Das sind Arbeitsplätze, das sind Arbeitsstunden, da ist Material drinnen, alles wunderbar. Und jetzt die banale Geschichte. Ich nehme einen Kredit auf von 100.000 Euro und soll jetzt den Kredit zurückzahlen, ich sage mal vermeintlich zurückzahlen, dann vernichte ich ja Geld. Geld, was wir glauben, dass es real ist. Weil mit zum Beispiel, lass mal die Zinsen einmal weg, das brauchen wir jetzt gar nicht, nehme ich 100.000 Euro Kredit auf, zahle im Monat 1.000 Euro Kredit zurück, vermeintlich,
dann muss ich ja von 100.000 auf 99.000 runterschrauben und einen Monat später wieder auf 98.000 und so weiter. Das heißt, im Grunde vernichte ich ja Geld. Es ist gerade Geld neu entstanden und auf einmal muss ich Geld wieder vernichten. Mann, wie logisch ist denn das? Das ist überhaupt nicht logisch. Aber die Banker wissen das. Nicht der Kleine, nicht der am Schalter, nicht die Leute, die wir jeden Tag Kontakt haben, sondern die ganz oberen Leute. Ehrlich. Und ich schwör's euch, ich kann nur eine Geschichte erzählen von einem anderen, möchte ich gar nicht sagen. Aber das ist die Realität. Das heißt, das Geldsystem ist eigentlich das, was uns die Problematik beschafft. Leute müssen krank sein. Sie müssen irgendeine neu erfundenen Krankheiten haben, damit wir Wirtschaftswachstum haben. Nur durch Wirtschaftswachstum können wir genau diesen Kreislauf kompensieren. Aus eigener Erfahrung, Gesundheit wird nicht wirklich zugelassen, sondern Behandlung. Ein behandelter Mensch ist ein Wirtschaftswachstumsmotor. Ein gesunder Mensch, der wirklich geheilt würde und dürfte, ist kein Wirtschaftswachstum. Das ist ja irre. Dabei könnten wir alle glücklich sein, zufrieden sein. Wir können alle füreinander da sein, uns gegenseitig helfen. Nur es passiert in unserer derzeitigen Gesellschaft nicht. Und alles, was das befürworten würde, wird bekämpft von der Lobby, von verschiedenen Lobbys. Sei es die Gentechnik, sei es die Banker, sei es die. Es geht nur um Zinsen. Und jetzt frage ich eine ganz einfache Frage. Stellt euch vor, wir sind Freunde. 10 von uns Freunden wollen ein Haus bauen. Jeder von uns, sagen wir, nehmen einen Kredit von 100.000 Euro auf. Und jeder von uns soll nach 20 Jahren mindestens 150.000 vermeintlich zurückbezahlen. Woher nehmen wir alle zusammen die 50.000 Euro mehr? Die wurden nie erschaffen. Weder in der Kreditvergabe noch von der Zentralbank. Also haben wir ein Problem. Wir müssen es irgendein anderen der Wirtschaft wegnehmen. Und da habe ich ein ganz einfaches Beispiel. Wir fahren, Kumpel und ich, sind mal coole Geschäftstypen, fahren auf eine Insel. Dort leben 1.000 Leute, 1.000 Menschen. Die sind glücklich. Die haben Kokosnüsse, die haben Fischzucht, die haben Getreide, die haben alles, feiern jeden Abend Party, weil die Sonne untergeht und so weiter. Jetzt kommen wir auf die Idee und sagen, wir wollen ihnen Geld unterschieben, ein Zahlungsmittel. Von mir ist Euro, ist egal. Wir geben ihnen 100.000 Euro, das heißt jeden einzelnen Inselbewohner 100 Euro. Und wir sagen, wir kommen ein Jahr später wieder vorbei, weil wir haben ja vermeintlich, sag ich mal, einen Aufwand gehabt. Wir wollen 110 Euro von jedem zurück. So, jetzt die einfache logische Frage. 1.000 Leute, 100 Euro sind 100.000 Euro. Wie sollen wir denn von den Leuten, die 100.000 Euro bekommen haben, 110.000 Euro zurückverlangen können? Es geht nicht. Was passiert? 10% von diesen Leuten müssen pleite gehen. Das heißt, die 100 Euro raufen, also die 900 Euro von diesen 1.000 Leuten raufen, dass sie ein Jahr später 110 Euro zurückbezahlen können. Und 100 Leute müssen pleite gehen. Okay, das heißt, ja, passt, wunderbar, wir bekommen ja dennoch 100.000 Euro zurück. Die Bank weiß schon, dass sie den 6. weiterleitet, egal, jetzt will ich nicht so kompliziert machen. Aber das geht nicht. Unser Finanzsystem oder unser Gesellschaftssystem erzeugt immer pleite Leute. Kennt jemand von euch irgendjemanden, der Privatkonkurs angemeldet hat oder ein Unternehmer, der irgendwo pleite gegangen ist? Es geht nicht anders in unserem herkömmlichen Finanzsystem. Es geht nicht anders. Es erzeugt Verlierer. Und das ist es. Und Dankeschön. Und damit wir diesem Irrglauben immer mehr treiben zu müssen, immer mehr erzeugen zu müssen, immer mehr verbrauchen zu müssen, immer mehr Umweltschäden erzeugen zu müssen. Pipapo, alles, egal was es ist. Das Finanzsystem ist das die Ursache von allen Übel. Und da können wir ansetzen, ein faires Geldsystem, ein Vollgeldsystem, ein demokratisches Geldsystem. Das ist es. Und das brauchen wir. Und da bedarf... Dankeschön, ja. Danke. Ja. Auch in der Schulbildung. In der Schulbildung lernen wir so viel. So viel, wenn ich sagen darf, ich habe die Schule gerne besucht, aber nicht die Hausaufgabe. Weil die Hausaufgabe hat mich genau gar nicht interessiert.
aber halt das, was die Leute treffen und so weiter. Wir lernen so viel, aber nie das Wesentliche. Ja. Ja. Und es geht darum, dass wir bereit sind, wieder zu lernen, das Wesentliche zu lernen, zu schulen zu dürfen, dass wir wissen, auf was es drauf ankommt und dass wir gemeinsam gute und bessere Zukunft für uns alle erwirken können oder so. Ja. Dankeschön. Dankeschön. So, also ich wollte was sagen dazu, dass auf die Frage, was hat Tierschutz mit Frieden zu tun, weil mich das ziemlich aufgeregt hat letzte Woche. Wenn ein Unternehmen, was Eier oder was weiß ich herstellt, zu tausenden männliche Küken in Schredder einwirft, dann ist das Krieg gegens Leben. Und somit hat das was mit Frieden zu tun, wenn man über Tierschutz spricht. Wenn irgendwo auf der Welt eine Leute einen Elefanten, Nashörner oder sonst irgendwas jagen, aus den einzigen Mühlen heraus die Stoßzähne oder die Hörner zu verkaufen, dann ist das Krieg gegen das Leben. Und daraufhin zusätzlich noch wollen sie es verkaufen, weil sie das Geld haben wollen, weil sie den Zinsen nachlaufen. Und somit sind wir wieder beim Thema, dass der Zins ist für Krieg, jedes Mal. Und damit möchte ich klarstellen, Tierschutz ist für Frieden. Damit das klargestellt ist. Sondern ganz kurz noch etwas zu Berlin. Es war so, dass es waren angeblich offiziellen Zahlen zufolge waren es ca. 5000 Leute. Und in Berlin hat jemand etwas gesagt, was sehr wichtig ist. Er hat gesagt, wir müssten Millionen sein, sind wir aber nicht. Wir sind nur Tausende. Aber es kommt auf die Qualität von uns als Menschen an. Jeder einzelne von uns macht die ganze Masse, die was wir nicht sind, einfach weg. Weil wir vom Herz und Kopf her einfach viel mehr wert sind. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon, was ich sagen wollte. Und dann wollte ich noch jemanden grüßen. Und jetzt muss ich darauf achten, dass ich Hochdeutsch spreche, damit sie mir auch versteht. Die Anna Kirschner. Anna, ich habe 5 Sätze mit dir geredet. Ich hätte gern mehr mit dir geredet. Aber es war leider ein kleiner Zwischenfall. Ein 12-jähriger Bub, der was hat meinen müssen, er muss seiner Mutti abhauen. Und den haben wir noch suchen müssen. Und danach habe ich den nicht mehr gefunden. Von daher habe ich nicht mit dir reden können. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann einmal die Möglichkeit, dass ich mit dir noch einmal reden kann. Und das war es für heute wieder. Danke. Ja, mein Vorredner hat das angesprochen, den Krieg gegen das Leben. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Ich war gar nicht vorbereitet. Aber unser Gesundheitsminister, Dr. Stöger, der führt auch einen Krieg gegen das Leben. Und zwar will er, dass in jedem Krankenhaus die Kinder abgetrieben werden können. Und ich frage ihn, mit welchem Recht er solches möchte oder woher er solche Weisung kriegt. Es ist eine nationale Schande, so etwas zu wollen. Und es wäre ganz gut, und ich möchte eigentlich wissen, wie er dazu steht. Er soll das erklären, sodass wir das verstehen, was er damit meint, ob er denn keine künftige Generation mehr möchte. Es ist Mord, wie auch immer man das sehen möchte. Es ist Mord. Meine lieben Mondwoche-Kameraden, ich möchte, entschuldigt mir einmal, dass ich möglichst viel die echte Kärntner Mundart verwende, weil das ist die Wurzel. Und einleiten möchte ich mit einem Hausspruch auf unserem Elternhaus, der von Unterkohler in Mattlingen stammt. Die Stunden sinken leise auf ihre eigene Weise ins Wesenlose hin. Sie tragen still dein Leben, nur du kannst sie erheben zu Glanz und tiefen Sinn. Bevor ich da hergekommen bin, zu der heutigen Monte-Demokratie, wie ich seinen Sorgen pflege dazu, habe ich dort als Glockenspiel beim Stopferturm angeschaut. Mir ist da die Vergänglichkeit sehr bewusst geworden, in der wir leben. Wir
Und mir ist wieder die Frage, die beim Außen und Einerfahren, punkto Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft in mir gearbeitet hat. Und die Frage möchte ich jetzt aufwerfen. Was ist eigentlich Gegenwart? Die Gegenwart, jetzt gerade schon von einem Wort, das ich sage, kaum dass es, ich stelle dir vor, ein Molekül von einem Gegenstand. Von der Schrift ein Molekül. So ein kleines Kratzschale von meinem Wort. So wie es draußen ist, ist es Vergangenheit. Und bevor es draußen ist, ist es noch Zukunft. So klein, so winzig klein ist es. Nicht einmal ein Ping, ein Trimmle von einem Atom. Nicht einmal von einem Atomteilchen ein Trimmle davon. So klein ist die Gegenwart. Die Gegenwart sind wir. Wir haben es in der Hand, was wir aus der Zukunft frei Vergangenheit machen. Wir sind die Gegenwart. Und was ich noch gespürt habe dort, diese, die Dings, das Glockenspiel, hat mir etwas gezeigt. Die Beziehung von oben. Wir bauen Häuser stark und feste und sind hierdurch nur fremde Gäste. Und warum haben wir unser wunderschönes Kärnten, warum haben unsere Architekten, gerade S von CH, besser gesagt, warum haben die seit Jahrzehnten unsere Kulturlandschaft zu einer Dinosauriers illegalen Elektronikmülldeponie umgestaltet? Wir haben kaum mehr echte Baukultur. Es gibt kaum mehr einen Architekten, wieder mit dem S von CH, der noch das S mit Recht weglassen darf. Schaut so an, die modernen Poppendeckerschachteln, die Schuhschachteln, die Dinosaurier-Stereo-Anlagen. Und die haben auch so wunderschöne Kultur. Wenn man denkt, die Weißenhauskaserne, was war das für ein majestätisches Gebäude? Heute die Schuhschachteln dort, entsetzlich. Was haben wir von einer sogenannten modernen Lebensqualität, wenn wir dabei unsere Identität verlieren? Ein Baum, der entwurzelt wird, fällt um. Und wenn man Glück hat, fällt alle um. Aber meistens schlägt er noch andere Bäume mit um. Und die Bäume sind wir Menschen, ob wir gefällt werden, also entwurzelt, oder von den entwurzelten Bäumen erschlagen werden. Das ist meine Einstellung zu. Und habt ihr eigentlich, eine Frage noch, habt ihr das Wort modern eigentlich schon einmal aufgeschrieben und daneben das Wort modern? Fällt den Globus auf? Kann mir wer das sagen? Bitte Hitzen, sag mir wer, was da für ein Unterschied ist. Es ist das gleiche Wort, es ist der gleiche Sinn, nur die Betonung weist auf den Werkstoff hin. Und das sollten wir uns auch, wir, vor allem wir AZKler, die wir durch die Menschen wieder Halt geben wollen, die den wirklichen Frieden bringen wollen, das sind gerade wir vom AZK, von der S&G, alle da von unserer Friedensmondwoche uns einmal zu Herzen nehmen. Nur, wenn wir selber Wurzeln schlagen, wenn wir wissen, wer wir sind, genetisch, im Kleinen, in der Familie, in der Gemeinde, im Land, im Staat, nur dann, wenn wir wieder Wurzeln haben, haben wir Halt. Und wenn wir Halt haben, können wir auch unsere Mitmenschen halten und tragen und durchs Leben führen. Weil sonst sind wir entwurzelte Bäume und werden selber modern. Und bitte in dem Sinn möchte ich eine Bitte an euch, dass wir uns immer mehr von der harten Musik, die mich da empfangen hat, dass wir uns immer mehr davon entfernen. Und ich bitte die Organisatoren, den Wunsch,
dass wir dort eine kleine Andacht machen, wenn das Glockenspiel um 6 Uhr angeht und dass wir dann da die Friedensdemokratie, wie wir sie da machen, weitermachen. Dass wir dort die Kraft, die Energie von dem Glockenspiel, von dem Totentanz, der da gezeigt wird, dass wir da die Kraft schöpfen für da. Ja, grüße, ich bin der Sascha. Ich möchte jetzt nur ein paar Alternativen aufsagen, ganz kurz zusammengefasst einmal. Und zwar das erste ist vom Joe Kreisel, was man machen kann halt einfach als Alternativen. Vom Joe Kreisel, der hat diese Freeman-Bewegung nach Österreich gebracht. Wie soll ich sagen? Also der ist einfach komplett aus dem System sozusagen ausgestiegen, weil er das so auf die Art macht, dass er keine Person ist, juristisch gesehen, sondern ein Mensch. Und als Mensch kann man nicht für juristische Sachen verantwortlich gemacht werden. Man kann sich das auch viel genauer noch anschauen. Das ist alleinig von dem ein Beitrag von über 2 Stunden. Ich wollte euch nur einmal sagen, dass es eben das einmal gibt. Also den Joe Kreisel, die Freeman-Bewegung. Das Zweite, für die, die es noch nicht wissen, ist von Franz Hörmann. Der macht das mit den Buchungssätzen. Also da gibt es auch wieder Beiträge dazu. Ja, also es geht einfach nur um einen Buchungssatz, was die Bank macht. Und es wär eigentlich relativ einfach umzusetzen, in ein paar Tagen, sage ich einmal, mit der E-Card zu zahlen, sozusagen. Also es wäre noch in dem Sinn kein Geld mehr, sondern jeder hätte, ein Konto, aber ich kann das nicht so gut erklären. Jetzt schaut euch das bitte selber an, weil allein der Vortrag dauert schon wieder Stunden. Und das Nächste, das Dritte, was ich persönlich jetzt in letzter Zeit halt so an Alternativen gefunden habe, ist das der Plan B mit dem Andreas Bob. Und der ist eh schon bekannt, sage ich einmal, unter die Insider. Und für die, die es noch nicht wissen, schaut euch das auch noch auf der Seite wissensmanufaktur.net. Und das sind eigentlich die 3 Alternativen, die was mir persönlich jetzt so ins Auge gestochen sind, wo man wirklich sagen kann, okay, ich mache das. Was jetzt wirklich die richtige Lösung ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also der, was mir das beantworten kann, der soll bitte zu mir kommen und mir das sagen. Aber es sind auf jeden Fall Alternativen da. Wie die jetzt dann genau ausschauen, das werden wir nachher nicht sehen. Aber wichtig ist, dass wir alle da herkommen, so viel Leute wie möglich, dass wir sagen, dass wir da sind, dass wir nicht weggehen, dass wir jeden Montag da sind, solange bis sich einfach was ändert. Und das werden wir machen. Dankeschön. Ich möchte nur noch einmal kurz was sagen, das ist mir sehr wichtig, das habe ich vorher vergessen. Und zwar, das ist ein Spruch, den habe nicht ich erfunden, aber er trifft auf die meisten Leute, denke ich einmal zu. Ja. Und zwar ist es so, wir machen eine Arbeit, die wir nicht mögen, um Geld auszugeben, das wir nicht haben. Um uns Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Also, das trifft auf viele Leute zu und denkt einmal drüber nach. Danke. So, liebe Freunde, freut mich, dass ihr wieder alle gekommen seid zur Montagsharmonie in Klagenfurt. Freut mich, dass ich ein paar neue Gesichter sehe. Ja, es passiert leider Gottes viel in der Welt. Wir haben das letzte Mal die 10. Harmonie gehabt. Da wollte ich eigentlich ein bisschen etwas sagen drüber. Wo sind wir hergekommen? Wo stehen wir? Wo gehen wir hin? Aus gegebenen Anlass habe ich das auf heute verlegt. Ich denke, es brodelt ganz einfach. Es brodelt ganz einfach, ganz gewaltig. Es sind die Themen ein Wahnsinn, wenn man sich da auf dem Tisch die Infosachen anschaut. Man weiß gar nicht mehr, wo man zuerst anfangen soll. Und man muss sich immer wieder die Frage stellen, und die stelle ich heute wieder an unsere Stadtpolitiker als erstes: Wieso ist da keiner in der Lage, dass er sich da zu uns herstellt auf Augenhöhe? Und uns gewisse Dinge, die wir nicht nur vermuten, sondern die auch bewiesen sind, erklärt einfach. Warum wird mit den Menschen Sachen gemacht, die einfach nicht in Ordnung sind? Ihr kennt die Themen mittlerweile alle, die schon ein paar Mal da waren: Chemtrails, Fracking, TTIP, Teaser, EU,
Frühsexualisierung von unseren Kindern ist ein ganz großes Thema. Das wird unter den Tisch gekehrt. Tierrechte, Tierschutz, Umweltschutz. Und diese Liste, die könnte man unendlich fortsetzen. Es wird mit uns gemacht, was gewisse Herrschaften wollen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und dazu habe ich mich entschlossen, in die Schweiz zu fahren. Ich war auch bei der AZK, das ist die Anti-Zensur-Koalition. Und der Ivo Sasek hat da was auf die Füße gestellt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wer heute den Fernseher einschaltet und die Kronenzeitung liest, der ist schlecht beraten. Da sind 99% nur Lügen. Die Mainstream-Medien lügen, das sage ich ganz offen und ehrlich. Und bitte schaut euch einmal Alternativmedien im Internet an, liebe Damen und Herren. Ihr werdet Augen aufreißen. Und der war ein bisschen zusammengeschrieben, was da auf der AZK los war. Natürlich der Ivo Sasek dabei. Und da hat mir ein Zitat von ihm total super getaugt. Er hat gesagt, das, was die Mainstream-Medien machen, das müssten eigentlich wir machen, nämlich die Mainstream-Medien zensieren. Weil die Mainstream-Medien zensieren nämlich alles andere. Die zensieren alles so weit runter, bis das von der Wahrheit nichts mehr überbleibt. Ja, und da waren natürlich ein paar Koryphäen dabei. Wir haben ein paar Namen heute schon gehört. Der Jürgen Elsässer mit dem Thema der Krieg in Russland. Also was da mit dem Wladimir Putin gemacht wird, das ist ja schon mehr wie Volksverhetzung. Dass der Wladimir Putin vielleicht kein Ministrant ist, da können wir uns einig sein. Aber was da für einseitige Partie gefahren wird, das graust einer Sau, das sage ich ganz ehrlich. Der Jürgen Elsässer hat unter anderem auch berichtet über die Aufhetzung der Menschen untereinander. Das kennen wir aus dem Alltag, die Ausländer sind schuld, dass wir keine Arbeit haben. So ein Quatsch, so ein Blödsinn. Die Politik, die Wirtschaft, die da oben sind schuld, nicht wir. Und ich will da gar keine Namen nennen, ich will mir gar keinen Einzelnen ausgreifen. Dieses System ist ein Unrechtssystem. Das müssen wir endlich einmal begreifen. Die USA und die EU, die werden als Aggregate bedient. Die Geheimdienste haben fest die Hände dabei, CIA, MI6, FBI, wie sie alle heißen. Man kann sie da gar nicht mehr alle merken. Und von dort geht auch der gelingte Terrorismus aus. Was ist ein gelingter Terrorismus? Da wird irgendwo ein Wirbel veranstaltet, dann wird das in die Medien aufgebauscht und dann findet man einen Schuldigen, so wie in Wladimir Putin, und den provoziert man so lang, bis dass er vielleicht irgendeinen Fehler macht. Und dann haben wir einen großen Kriegsschauplatz und dann haben wir ja einen, dem wir die Schuld geben können. Und wie viele Menschen da sterben, das ist ja wurscht. Das interessiert ja nachher eh keinen mehr. So geht's nicht, liebe Freunde da oben. Die Aufhetzung der Menschen gegeneinander funktioniert nicht mehr, zumindest bei uns nicht mehr, die da zur Montagsharmonie kommen. Und dann geht es noch weiter mit Sanktionen, mit der 9-11-Lüge. Ich werde vielleicht jedem, den es interessiert, dann ein paar Links zur Verfügung stellen. Unter anderem war der Dr. Daniel Ganser dabei, der hat über die verdeckte Kriegsführung berichtet. Rainbow Warrior, Tonkin, Koreakrieg, Vietnam, kennen wir alle aus den Medien, aber was ist wirklich passiert? Schaut euch das einmal an, ich gebe euch nachher was. Und wieder der MSX und wieder die CIA und wieder die USA. Also das ist echt der Wahnsinn, was uns da vorgelungen wird. Da geht es unter anderem auch um einen Countercoup. Countercoup ist nichts anderes als wie Putsch und Gegenputsch. Das heißt, in die afrikanischen Länder sind Präsidenten eingesetzt worden, die fest geschmiert worden sind, die fest Geld kassiert haben, damit sie das eigene Volk unterdrücken und umbringen. Und so kann es doch nicht gehen, bitte. Wir sind alle gleich, alle Menschen auf der Welt sind gleich. Keiner ist besser wie der andere. Das muss einmal gesagt sein. Ein Thema, das was auch sicher jeden angeht, das ist das Geldsystem. Franz Hörmann hat sicher auch jeder schon gehört, der war auch dort. Mein persönliches Highlight, Franz Hörmann hat mit mir 5 Minuten gesprochen und er wird auch zu uns herkommen da. Er weiß noch nicht wann, er hat sehr viele Termine, das kann ich euch einmal versprechen. Geld- und Finanzsystem natürlich sein Lieblingsthema, weil er sich da auch auskennt und das ist ein Mann, der kein Blödsinn erzählt. Das kann ich auch versichern. Angebot und Nachfrage ist ein Thema, wie kommt es zu den Ganzen, wie entstehen die Preise, das kann man alles auf franzhörmann.com auf seiner Seite nachlesen. Also jeder kann sich daheim die Zeit nehmen, 10 Minuten, 20 Minuten, Viertelstunde, eine Stunde zum Computer hinsetzen, einmal den Fernseher antragen und einmal was Sinnvolles anschauen.
Er hat aber auch Lösungen und Lösungsansätze. Es ist kein Mann, der dort steht und sagt, das ist so und so, sondern der hat auch Lösungen und Lösungsansätze. Und das hat mich fasziniert. Da gibt es zum Beispiel auch die Kreditopferhilfe, da die jeden empfehlen, der einen Kredit laufen hat. Und der andere, ich muss ein bisschen schnell machen, jetzt sind wir ein bisschen im Zeitdruck, Dr. Juliane Sacher, die HIV-Lüge. HIV hat mit AIDS gar nichts zu tun, beziehungsweise der HIV-Virus hat nichts zu tun mit AIDS. Das ist einer der erfundenen Krankheiten und das sind Menschen, die jahrelang in Angst gelebt haben. Völlig unbegründet. Und das sind wahre Tatsachen. Ich liege da sicher nichts, weil das traue ich mich gar nicht und das habe ich auch gar nicht notwendig. Schaut euch das bitte an. Da wird auch über die HIV-Tests berichtet, über Western Blot, über ELISA und die ganzen anderen Tests, die es gibt. Schaut euch das bitte im Internet an. Dasselbe übrigens mit dem Ebola-Virus, mit ADHS, was unsere Kinder betrifft und mit vielen anderen Krankheiten. Das ist nicht alles so, wie es uns eingedruckt wird. Wir sollen fest Medikamente essen, dass die Pharmaindustrie leben kann. Die Menschen werden kränker und kränker und merken gar nicht, wie schlecht es ihnen immer mehr geht. Und da ist auch berichtet worden über das PZR. PZR ist die Polymerase-Kettenreaktion. Ganz kurz erklärt, wird verwendet für einen genetischen Fingerabdruck, wird auch verwendet, dass man herausfinden kann, welcher Virus für welche Krankheit wirklich verantwortlich ist. Und dann würden wir die Herrschaften erklären, es gibt kein Foto von HIV-Virus. Ja, ich glaube, ich spinne. Ich meine, forschen kann ich mich selber, setzt mir nicht besser. Dann, via Skype war zugeschaltet die Dr. Judith Reisman aus den USA, eine 75-jährige Frau, die sich stark macht gegen die Frühsexualisierung der Kinder in den Schulen. Ein ganz heikles Thema. Und die hat den Kinsey-Report, falls ihr davon schon was gehört habt, aufgearbeitet. Kinsey war einer der Sexualwissenschaftler, den sie in die Hecke gekommen haben, bis sie draufgekommen sind, dass er sich an Kinder vergeht. Das sind Menschen, die uns regieren. Also bitte schützt eure Kinder. Und das Interview mit ihr hat geführt da in der Schweiz, der Matthias Ebert, der hat die Plattform Besorgte Eltern, da könnt ihr auch eine schauen im Internet. Da sind sehr viele interessante Themen, auch Tipps, wie man die Kinder schützen kann. Wir brauchen keine Sexualisierung und schon gar nicht eine Frühsexualisierung bei Kindern. Unsere Kinder müssen Kinder bleiben dürfen, das dürfen sie nämlich nicht. Weil die werden herangezogen, dass sie funktionieren. Wenn sie dann so alt sind wie wir. Ein ganz heikles Thema. Schier, muss ich ehrlich sagen. Und zu guter Letzt war der Václav Zewald dort, ein Russ, der in Amerika aufgewachsen ist, beide Sprachen perfekt spricht und der arbeitet bei Russia Today. Russia Today ist ein Sender, den es in Kürze, und das kann ich schon verraten, auch in Deutsch geben wird. Das nicht heißt, die Russen da sind nur am Blödsinn. Da kann man sich auch ein eigenes Bild machen über die russische Kultur. Die sind nicht so blöd, wie wir glauben. Über die russische Geschichte, über die russische Denkweise. Er möchte ein Ende der einseitigen Berichterstattung, das will ich auch. Ich will beide Seiten zuhören. Thema zum Beispiel Israel-Gaza. Also ich sehe mich eher als Palästinenser als Israeli, obwohl ich auch nicht will, dass irgendein Israeli stirbt. Das muss ich auch dazu sagen. Aber diese Kriege müssen aufhören. Ja, und dann geht es um globale Politik. Er beschäftigt sich auch mit methodischer Menschheitsführung. Das kann man alles im Internet nachschauen. Vjatscheslav Zewald heißt der junge Mann. Ein Bombenmann, der sich einsetzt da für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Er erzählt auch sehr viel über die vedische Weltanschauung. Da kann man ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie die Russen wirklich denken. Die haben was im Hirn. Die sind Menschen wie du und ich. Die sind nichts dumm. Und die sind auch keine Kriegstreiber. Das muss ich jetzt einmal offen sagen. Liebe Freunde von der Politik und von den Medien, tut es einmal fair berichten, von beiden Seiten. Ja, und dann gibt es noch viele andere Dinge, also für mich war das ein Erlebnis. Ich möchte abschließend sagen, bitte informiert euch, nehmt euch Sachen mit von den Ständen. Wir haben sehr viel Material zusammengetragen, jeder Einzelne hat sich da wirklich bemüht. Das ist fundiertes Wissen. Das ist nicht irgendein Blödsinn und die Worte Verschwörungstheorie und solche Sachen will ich gar nicht hören. Weil der was mich das bezichtigt, dass ich das tue, der was mir als Antisemit hinstellt, der muss sich da herstellen und muss mir das für alle Leute erklären, was das überhaupt ist.
Ich bin ein Mensch wie ihr. Ich will, dass jeder auf der Welt gerechtes Leben hat, ein schönes Leben, ohne Angst um sein Leben, ohne Angst um das Leben von anderen Kindern. Und jetzt werden wir hören, was der Avi Friedman zum Sagen hat. Ich will ihm nicht noch länger da das Mikro wegnehmen. Vielleicht rede ich nachher noch ein bisschen was, aber jetzt schauen wir, was der Avi Friedman zum Sagen hat. Danke euch fürs Zuhören. So, ein bisschen Geduld noch. Wir sind gerade dabei, die Live-Schaltung aufzubauen für diese für den erstmaligen Versuch dieser Konferenz. Danke. Ja, es gibt ein paar technische Probleme, dauert noch ein paar Minuten. Jetzt werde ich den Hänselmann spielen dabei. Ernsthaft. Harvey Friedman ist jetzt nicht nur bei uns zu hören, wenn es wirklich funktioniert. Bitte, bitte, bitte halt die Daumen, dass es passt mit der Technik. Er ist aufgeschaltet in Imst in Wien. Wahrscheinlich auch in Salzburg, ganz sicher in Graz. Jennersdorf weiß ich nicht, kann ich nicht sicher sagen, aber auf alle Fälle auf 5-6 Mahnwachen gleichzeitig, dass sehr viele Menschen diese Informationen kriegen. Und das ist wirklich auch ein Mann, der eine super Rhetorik hat, der spricht 10.000 Mal besser wie ich. Also da könnt ihr wirklich lang zuhören, was er zum Sagen hat. Der erklärt es nämlich auch so, dass man es wirklich versteht. Also keine irgendwelche Fremdwörter, mit denen er umschmeißt, sondern der erklärt es wirklich super. Ich möchte zum René noch was sagen, der hat so schön über die Tiere geredet. Ich bin auch der Meinung, dass Tierschutz und Umweltschutz ja wohl was auch mit der Friedensbewegung zu tun hat. Und da gibt es einen ganz tollen Ausspruch. Ihr kennt sicher alle den Leo Tolstoi, einen russischen Humanisten und Dichter. Und der hat gesagt, dass ich es jetzt richtig außerbringe: Tiermord ist der erste Schritt zum Menschenmord. Genauso wie Tierquälerei der erste Schritt zur Menschenquälerei ist. Und dann will man einer ja sagen, dass Tierschutz nichts mit dem Frieden zu tun hat, mit der Friedensbewegung. Wir haben noch immer Massentierhaltung. Wir haben noch immer eine Überproduktion. Es werden Tiere umgebracht, die wir gar nicht brauchen, zur Nahrung. Wir brauchen die Tiere natürlich, aber die werden verarbeitet oder auch nicht verarbeitet und müssen einen qualvollen Tod erleiden. Und das zu Tausenden, zu Millionen auf der ganzen Welt. Und da sagt mir einer, das hat mit Frieden nichts zu tun. Wir müssen wieder in den alten Wert zurückkommen, im Einklang mit der Natur, im Einklang miteinander, das andere Lebewesen respektieren, ob das ein Hund, ein Kotz, ein Elefant oder ein Ameisen ist, ganz egal. Das sind alles Lebewesen. Und das muss man sich einmal verinnerlichen. Oder tat einer von euch, wenn er ein Kotz oder ein Hund daheim hat, je auf die Idee kommen, diesen Hund oder diese Katze zu braten und zu essen? Ich glaube nicht, ich habe auch zwei Katzen daheim. Und warum macht man es dann mit dem Kalb? Warum macht man es dann mit dem Schweindel? Warum macht man es mit der Kuh und mit dem Pferd, wenn man zu dem Tier keinen Bezug hat? So schaut es nämlich aus. Das soll jetzt aber nicht ein Aufruf sein und eine Hassrede gegen alle Fleischesser. Im Gegenteil, wir haben ja gesagt, aufhetzen ist ganz schlecht. Die Menschen sollen miteinander kommunizieren, das ist viel gescheiter. Ich lebe jetzt seit einem Monat, kann man sagen, fleischlos. Ist keine tolle Leistung, aber ich habe den Weg einmal probiert und mir geht es echt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann gibt es viele Alternativen, haben wir heute auch schon gehört. Ich habe eine große Adressliste für jeden, den es interessiert, von den Reformhäusern, von den Naturkostläden in Klagenfurt. Auch da gibt es ja auf jeden Platz an. Wo man nicht weit hin hat, also es kann keiner nachher sagen, das ist mir zu weit. Es gibt ca. 20, 25 wirklich sehr gute Geschäfte in Klagenfurt und da kann man sich dann einmal umhorchen, was gibt es für Alternativen in der Ernährung. Und das mit dem Geld, ja, weil es immer heißt, ja, das ist ja so teuer. Schaut es euch einmal an, da ist für jeden was dabei. Das geht nicht von heute auf morgen und ich sage auch nicht, jetzt muss jeder hinter 5 Minuten Ernährung umstellen, aber es ist auch ein Weg. Das zweite ist das Konsumverhalten generell. Was wir Müll produzieren, das ist ein Wahnsinn. Alles ist 3-4-fach eingepackt. Da nimmt man halt einmal die Packung, was wirklich nur einfach eingepackt ist. Man kann mit dem Konsumverhalten sehr viel verändern. Und ein ganz großes Thema, das hat der Marian angesprochen, der leider jetzt ein paar Wochen nicht bei uns sein kann, der das früher organisiert hat, da macht jetzt Gott sei Dank der Markus weiter. Das ist die Kommunikation, die Sprache. Das Miteinanderreden, die Menschen reden viel zu wenig miteinander, dann kommt es zu Missverständnissen, dann kommt es zu kleinen Konflikten im Alltag und die werden aufgebauscht. Und dann hört man immer wieder,
die Geschichten, wenn man es dann in die Medien erfährt, dass dort wieder einer durchgedreht ist, dass da wieder einer durchgedreht ist. Das ist doch alles bitte nicht notwendig. Leben wir im Frieden miteinander, tun wir sie gegenseitig nicht weh, weil das ist genau der Plan, den was die Herrschaften da oben vorhaben. Wir sollen uns ja gar nicht vertragen. Und das ist die Tatsache. Die Politik, die Wirtschaftstreiber da oben und auch die Kriegstreiber, die Herrschaften da oben. Ich sage absichtlich keine Namen, sonst fühlt sich vielleicht wieder einer bemüßigt, dass er da irgendwie wieder gegenredet, auch gegen die Montagsmahnwachen wird er sehr gern gemacht. Tut's einmal von unserer Montagsmahnwache einen Bericht bringen in der Kronenzeitung. Zeigt's uns einmal auf Karte 1 oder auf ORF. Vielleicht hat die Frau Spierer Zeit, machen wir doch eine Alltagsgeschichte draus, dass die Menschen nicht zufrieden sind. Wir sind nämlich nicht zufrieden, weil da stinkt's bis zum Himmel, liebe Herr Politiker und Wirtschaftstreiber und Kriegstreiber. Und man kann sehr viel machen, ich höre immer wieder den Satz, auch in meiner Umgebung, auch in meinem Umfeld, ja, da kann man ja nichts machen, das ist halt so. So schön kommod, wie wir im Kärnten sind, ne? So schön lässig, wie wir in Wien sind. Ne? Hat sich über die Häuser, ne? Sagt der Wiener. Ne? Ein Blödsinn. Bleiben wir ernst, das ist ein ernstes Thema. Reden wir miteinander. Tun wir wieder Nachbarschaftshilfe aufbauen. Ist auch eine Alternative. Weil unser Nachbar zum Beispiel eine ältere Dame, älterer Herr ist, tragen wir einer doch den Sack auf. Was ist denn da dabei, wenn ich 5 Minuten einen Einkaufssack auftrage? Ne, das sind so Kleinigkeiten, so Tipps. Ne. Sind wir nett zu unseren Kindern? Drohen wir unseren Kindern nicht immer mit Sanktionen? Das sind doch Kinder, bitte. Die haben eh so viel Stress in der Schule und werden fremdbestimmt, weil die Eltern arbeiten gehen müssen, weil sie keine Zeit mehr haben für die Kinder. Das versteht man doch alles. Auch gewollt von da oben. Es kann ja gar nicht schnell genug gehen, dass die Kinder in die Kinderkrippen müssen. Ne? Warum? Weil die Eltern arbeiten gehen müssen, damit sie ein paar bunte Scheine mit heimbringen. Ja, was soll denn das? Und dann redet da jeder davon, ja, wir haben ja keine Kinder mehr. Keiner wie Kinder. Ja. Also hier spricht der Harvey Friedman. Ich rufe euch an, ich sitze gerade am Ufer der Drau in Maribor. Komme gerade von einer Sitzung mit einem Physiker, mit einem Professor, der aus Deutschland seine Reise nach Bosnien angetreten hat, und wir hatten vereinbart, dass wir uns heute treffen. Mittlerweile 3 Stunden gedauert. Ich muss dann anschließend wieder hin. Und sitze jetzt da am Ufer der Drau und versuche euch 15 Minuten was zu sagen, was möglicherweise ein Grund sein könnte oder gewesen sein könnte, dass ihr euch jetzt zu der Zeit in mehreren Städten Österreichs an Plätzen trefft und versammelt, um einer Sache zu gedenken, der unsere Eltern und unsere Großeltern nicht nur gedacht haben, sondern für die sich unsere Eltern und Großeltern auch teilweise geopfert haben, weil sie einer Idee nachgelaufen sind, die ihnen von ihren Anführern mehr oder minder aufgezwungen worden ist, weil es konnte ja, es kann ja in einer, sagen wir mal so, Nichtfriedenssituation, ich verwende bewusst nicht die Definition Krieg, aber in einer Nichtfriedenssituation kann man sich als Bürger nicht aussuchen, ob man das Land, das Vaterland verteidigt oder nicht. Dann sind wir wieder bei der nächsten Definition, ob der Begriff Vaterland überhaupt als solches im 21. Jahrhundert noch verwendbar ist oder verwendet werden kann, ob man es nicht, aber da geht es jetzt nicht um die Diskussion darüber, ob man es auf Mutterland umändert, sondern sich einfach die Frage stellt, ob wir die Probleme, die wir haben, und das sind globale Probleme, ob es da irgendeine Rolle spielt, ob wir aus welchem Vaterland wir kommen und ob wir ein Vaterland haben. Viele Menschen haben kein Vaterland, die sind ihr ganzes Leben lang auf der Flucht. Oder sie werden eben in ihrer Heimat verfolgt und müssen sich im Verborgenen halten. Ähnlich geht es im Moment mir. Und das hat mich erinnert an ein Zitat, und das nehmen wir jetzt beim Thema Frieden, das hat mich erinnert an ein Zitat von Charlie Chaplin, der mal so schön gesagt hat, Macht braucht nur der, der etwas Böses im Schilde führt, weil alles andere kann er mit Liebe erledigen. Und es ist tatsächlich so, es gibt in meinen Augen kein Problem,
keine Verteilungsfrage und keinen Konflikt, der nicht mit der Einstellung der Liebe gelöst werden kann. Und das betrifft jetzt nicht nur die Probleme in Syrien, die ja mittlerweile aus den Medien verschwunden oder verdrängt worden sind von anderen Ereignissen. Das betrifft nicht nur die Probleme in der Ukraine, die wir derzeit haben, wo also ein wilder Streit darum tobt, von wem jetzt die Rakete gekommen worden ist. Und mittlerweile weiß man, dass sie abgeschossen worden ist. Und ich habe heute gehört, jetzt am Nachmittag von der Frau, von Herrn Professor Heim, ich will jetzt nicht sagen, mit wem ich mich da getroffen habe, dass man den Flugschreiber jetzt gerade auswertet, zumindest die Holländer und die Briten. Ich will einmal nicht a priori skeptisch sein, was letztendlich dann die Auswertung dann zutage fördert. Es hat schon einige Ergebnisse gegeben, aber es geht nicht nur um die Konflikte, sondern wenn ich davon spreche, dass ich sage, Macht braucht nur der. Also Macht braucht nur der, der etwas Böses im Schilde führt, alles andere kann er mit Liebe erledigen. Dass ich in der gleichen Situation bin, mich mit einer Macht auseinandersetzen zu müssen, der wir ja alle ausgeliefert sind. Und eines der besten Beispiele, das im Moment aktuell ist und das in Deutschland vor allem sehr viel Kopfzerbrechen bereitet und man sich fragt, ob Deutschland beim neuen Weg mit dabei, also Frankreich, beim neuen Weg mit dabei wäre, ist das Thema Frankreich. Also man hat mir heute am Nachmittag geschildert, in Deutschland ist die Stimmung mittlerweile so, dass ca. 90% und davon sind betroffen nicht nur die deutschen Geheimdienstler, nicht nur die deutsche Justiz, nicht nur die deutsche, nicht nur das deutsche Establishment in Form von Wissenschaftlern und von Industriellen. Man ist sich in Deutschland weitestgehend einer Meinung, dass man aus diesem System ausbrechen muss. Das waren für mich heute gute Botschaften, die ich gehört habe. Auch wenn es jetzt etwas wunderbar klingen mag, aber ich habe heute auch erfahren, dass die Frau Angela Merkel erst vor kurzem in einem Interview bestätigt hat, dass die D-Mark mittlerweile an alle deutschen Banken verteilt worden ist und man sich auf diesen D-Day vorbereitet. Und die Merkel hat auch in diesem Interview offiziell, von mehreren Seiten jetzt bestätigt worden, auch gesagt, dass die Umstellung, sollte sie denn kommen, ja, so aussehen wird, dass die Leute mit einem Betrag von maximal 100.000 neuen D-Mark beginnen werden oder beginnen können. Das ist eine Form von, sagen wir mal so, Enteignung der Reichen, weil alle, die mehr haben als 100.000 Euro auf ihren Konten, werden nicht mehr kriegen als 100.000 D-Mark. Mit dem Rest können sie dann in jedem Land der Welt möglicherweise auch noch ihre Einkäufe tätigen mit dem Euro. Aber Tatsache ist, Deutschland steuert auf den Austritt zu. Ich habe mir gestern Interviews angehört von La Scholl, vom Schäuble, vom Altbundeskanzler Schmidt. Und ich höre aus all diesen Leuten heraus, dass Deutschland auf dem Weg ist, einen neuen Weg zu beschreiten. Dass die deutsche Bevölkerung diese Formen der Überwachung, diese Formen der Kontrolle, diese Formen des Datenverkaufs, der stattfindet, einfach nicht mehr toleriert und nicht mehr billigt. Für mich wurde es deswegen eine gute Nachricht, weil ich ja selbst das nicht nur öfter schon betont habe, dass es mir nicht um Österreich geht oder um irgendeine kleine regionale Sparkasse, sondern dass ich in meinen öffentlichen Auftritten zu zwei Dinge eintrete. Das eine ist, für diese Leute eine Generalamnestie zu beschließen, dass man sie weder verfolgt, noch einsperrt, noch in den Fußfesseln umhängt, obwohl man sie so behandeln müsste. Und dazu zählen unsere Regierungsmitglieder, die etwas verduschen und decken, was letztlich ein internationaler großer Betrug ist. Und ich trete auch noch für den zweiten Punkt ein, für einen friedlichen Übergang in ein neues Geldsystem. Und das ist das, was wir im Moment ja vorbereiten im Hintergrund. Weil diese Lesungen oder diese Auftritte, wo ja maximal 200 oder 8000, wie es jetzt in Berlin war, Personen sein können, erreichen ja nicht die breite Masse. Wir müssen im Hintergrund Gespräche führen mit Führungsmitgliedern in der Kirche, mit Führungsmitgliedern von Universitäten, mit Führungsmitgliedern von der Polizei, Polizeivereinen, mit Führungsmitgliedern aus den Militärs. Wir müssen Gespräche führen, wo wir dort ausloten, dass wenn der D-Day kommt und wir diesen friedlichen Übergang schaffen wollen und auch realisieren wollen, dass wir eine breite Basis dafür haben, von Leuten, die in Führungspositionen sitzen und die das mittragen.
Und deswegen war für mich dieses Gespräch heute auch sehr wichtig und bezeichnend. Aber bezeichnend ist in dem Zusammenhang, und das war mein Ausgangspunkt, die Macht, der wir ausgeliefert sind. Soll ich euch ein Beispiel sagen? Deutschland hat derzeit deswegen so großes Kopfzerbrechen und bereitet sich auf den Ausstieg vor, weil Frankreich am Ende ist. Die neuesten Zahlen von Frankreich sind so schlecht, dass wir eigentlich davon ausgehen müssten, dass es nur mehr ein paar Wochen dauert. Warum ist das so? Es hat einen ganz simplen Grund, nämlich jenen, dass Frankreich am Hebel der Macht gesessen ist, in der Zeit, wo der Jean-Claude Trichet, ein Franzose, in der Europäischen Zentralbank gesessen ist. Nachdem er jetzt dort nicht mehr sitzt, hat Frankreich nicht mehr diese Mittel, die es braucht, um die nächsten Wochen und Monate planen und überleben zu können. Frankreich ist als eines der größten Länder Europas am Ende. Das ist den Deutschen bewusst. Und das ist auch unseren österreichischen Bankern und Regierungen bewusst, weil wir waren uns einer Meinung heute Nachmittag. Und das war immer so, dass wenn Deutschland den Schritt tätigt, dann wird es auch Österreich tun. Weil Österreich hat historisch gesehen seine gesamte Währungs- und Wirtschaftspolitik nicht nur an Deutschland immer gekoppelt gehabt, insbesondere seit den 70er Jahren, sondern ist ja auch der größte Außenhandelspartner Deutschlands oder umgekehrt eigentlich, weil wir exportieren am meisten nach Deutschland. Und deswegen wird wichtig sein, was Deutschland tut. Und diesen Schritt, den Deutschland tut, das war früher immer die Bundesbank, den hat die Österreichische Nationalbank gemacht, den werden wir auch tun, wenn sie aus dem Euro austreten. Und was halt hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, ist nichts anderes als der Wunsch dieser Macht, sozusagen davon zu laufen, wird in einem weiteren Sinne, in einem engeren Sinne, bedeutet es nichts anderes, als dass das deutsche Volk die tiefe Sehnsucht hat, einen Befreiungsschlag zu machen. Weil der ESM-Rettungsschirm ist mittlerweile auch vom Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe bestätigt worden, widerstreitet dem deutschen Grundgesetz. Der deutsche Bürger wird durch den ESM-Rettungsschirm enteignet, weil er in letzter Konsequenz für alles haftet, für die Schulden mithaftet, die andere Mitgliedsländer eingegangen sind und nicht mehr zurückzahlen können. Und damit sind aber die deutschen Bürger zum Teil auch enteignet, weil sie ja quasi zu Sklaven degradiert werden, die ja nicht mehr für ihre Ersparnisse und für ihre Reserven arbeiten, sondern für die Schulden anderer. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Die anderen, die diese Schulden haben, die haben diese Schulden ja nicht nur bei Deutschland. Die haben diese Schulden in erster Linie bei der Bankenlobby und bei der Geldlobby. Und diese Geldlobby, das ist die Macht, von der wir sprechen. Wir sind uns auch einhellig einer Meinung, dass unsere Regierungsmitglieder, ich will nicht mehr sagen, vorsatzlos handeln, weil ich glaube nicht, dass sie zu dumm sind, um das zu begreifen. Aber wir sind auch dahingehend einer Meinung, dass unsere Regierungsmitglieder letztlich auch auf ein Zeichen warten. Und dieses Zeichen, das kann nur von uns kommen. Das kann insofern nur von uns kommen, weil wir von der Basis weg bis in jene Mittelschichten vordringen müssen, die keine Zeit haben, sich mit den Problemstellungen auseinanderzusetzen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Weil die sind die ganze Woche lang beschäftigt und abgelenkt mit ihren Verpflichtungen und mit ihren Arbeiten. Und diese Macht, derer wir uns da entledigen wollen, die ist im Grunde genommen ganz einfach beschrieben. Vielleicht kann ich das jetzt einmal so in zwei, drei Sätzen erklären. Wenn ich heute eine Uhr kaufe, wenn ich heute meine Telefonrechnung zahle, wenn ich heute Benzin zahle, wenn ich mir heute ein Auto kaufe, wenn ich irgendwo einen Eintritt in ein Museum zahle, wenn ich mir ein Bekleidungsstück, Schuhe, ist völlig wurscht. Alles, was wir kaufen, hat von dem Hersteller, der es uns verkauft, oder von dem Händler, der es uns verkauft, einen Zinsanteil in seinem Preis. Und dieser Zinsanteil, der bewegt sich zwischen 20% und 40%. In vielen Fällen, vor allem was Wohnungsmiete angeht, beträgt der Zinsanteil fast 3/4. Und dieser Zinsanteil fließt von ganz unten, von demjenigen, der im Geschäft steht und das Buch kauft, die Schuhe kauft, fließt hinauf bis zu den Zentralbanken. Und dort am letzten Ende bis in die Wall Street. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass wir 40
70% mehr verdienen würden, wenn wir ab morgen kein Zinssystem mehr hätten, wo dieser Zinsanteil wegfällt in den Preisen für die Dinge, die wir täglich benötigen, dann heißt das, dass wir nicht nur 40% mehr Freizeit haben, sondern wir haben auch 40% umgerechnet mehr Geld dafür. Und das ist ja ein ganz entscheidender Sprung, der in diesem Paradigmenwechsel der Befreiung notwendig sein wird, dass wir ihn tun müssen. Nur es ist auf Dauer zu wenig, dass wir uns treffen und darüber sprechen. Wir müssen mehr werden. Wir müssen genau das, was in Berlin gesagt hat, wir müssen das tun, was die tun. Wir müssen wachsen, das ist das eine. Und das zweite, und das liegt mir jetzt ganz besonders am Herzen, ist, wir müssen zusammenhalten. Weil das, was deren Macht ausmacht oder deren Einflussmöglichkeiten, ist letztlich der Zusammenhalt. Die treffen Entscheidungen, die tätigen Handlungen, von denen sie genau wissen, dass sie gegen das Gesetz sind. Aber sie halten zusammen, das ist der springende Punkt. Und das muss auch diese Bewegung tun. Sie muss zusammenhalten in schwierigen Situationen. Ich will nicht sagen, dass das wie in einer Ehe ist. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass wenn 1, 2, 3, 5 oder 10 Mitglieder in irgendeiner Form unter Druck geraten, in Gefahr geraten oder was auch immer, dass wir hinter diesen Leuten stehen und denen, die diese Leute in Gefahr bringen, signalisieren, dass das nicht mehr geht, was diese Leute tun. Weil ich kann heute nicht, das ist ein aktueller Fall von heute Vormittag, der in Weißhofen stattgefunden hat, wo man eine 50-jährige Mutter, die 2 Kinder hat im Alter von 16 und 18 Jahren, nicht nur völlig entmündigt hat, sondern ihr auch das Grundstück gepfändet hat, ihre private Post umgeleitet hat und heute im Rahmen einer Veranstaltung, wieder durch Desinformation, verbreitet hat, dass diese Frau eine Sekte mehr oder weniger angeführt hat und auch eine Sektensitzung heute veranstaltet hat. Ich habe live mit Leuten telefoniert, die dort anwesend waren und mir geschildert haben, was dort alles passiert ist und was dort passiert, weil ich real-time quasi mitbekommen habe. Und es war für mich furchtbar erschütternd und auch bestürzend, dass ich erfahren habe, dass dort ungefähr in Summe, am Anfang waren es 30 Cobra-Spezialeinheiten, die mit kugelsicherer Weste, mit Hundestaffel und dann später noch mit Dosen Verstärkung bekommen haben, mit Zivilpolizisten, um ein Haus zu umstellen. Das waren in Summe dann 150 Exekutivbeamte, die ein Haus mit 30, 40 friedlichen Leuten umstellt haben, die nichts anderes gefordert haben, als die Rückabwicklung dieser Maßnahmen, die man gegen diese 50-jährige Frau verhängt hat. Und das hat dann letztlich so geendet, dass man sie, zumindest heute, zwangspsychiatriert hat, weil sie letztlich Einwände und Argumente vorgebracht hat, wo diese Herrschaften der österreichischen Behörden und Gerichte offenbar mit ihrem Latein am Ende sind. Und dieses Latein, dieses am Ende des Lateins sein, ist darauf zurückzuführen, dass wir viele Rechtsnormen heute haben, die eigentlich ungültig sind, weil viele internationale Verträge, egal ob das jetzt die Verträge von Lissabon sind oder andere, gebrochen werden. Mir hat früher der Herr Professor erzählt, mit dem ich zusammengesessen bin, dass es in Deutschland mittlerweile so ist, dass man sich völlig bewusst ist, und das hat der Herr Schäuble in einem Gespräch mit dem Altbundeskanzler Helmut Schmidt jetzt auch gestern, wie das gehört, bestätigt, dass jede Regierung in so einer Situation, in der sie steckt, in der wir derzeit stecken, gezwungen ist, das Gesetz zu brechen. Sie ist gezwungen, sich nicht an die Verfassung zu halten. In so einer Krisensituation, in der Europa im Moment steckt, sind die Regierungen angehalten, die Verfassung zu brechen, die Gesetze zu brechen und sich nicht mehr an Rechte zu halten, die auch Bürger haben. Und dass wir in einem, auf einem Landgebiet, auf dem 500 Millionen Menschen leben, von einem obersten politischen Anführer geleitet werden, der der Meinung ist und überzeugt ist, dass man uns anlügen muss. Und jeder weiß, dass der Jean-Claude Juncker diese Aussage nicht nur mehrmals getätigt hat, sondern dieses Mantra ja auch vorlebt.
Er hat mehrere Interviews bestätigt, dass man die Bürger und das Volk dann anlügen muss, wenn man Entscheidungen treffen muss, mit denen das Volk nicht einverstanden wäre. Ich habe gestern auch ein Interview von Horst Seehofer, also dem bayerischen Ministerpräsidenten, gehört, wo er zu diesem Thema ganz eindeutig und zwar mehrfach gesagt hat, ja, das stimmt, wir sind Mächten ausgeliefert, gegen die die Volksvertreter und die Politik nichts mehr tun kann. Und das ist die Macht, die ich meine. Das ist die Macht, die der Chef in angesprochen hat. Weil es nicht sein kann, dass es da oben ein paar Nadelstreifakrobaten gibt, die der Meinung sind, nur weil sie überall ihre Gelder verteilen und alle kaufen mit ihrem korrupten Konzept, von unseren Politikern anfangen über die Industrie, über die Pharmaindustrie, über die Energieversorger, über Telekomunternehmen, über Transportwesen. Es ist völlig wurscht. Es gibt kein Unternehmen, kein Industrieunternehmen, kein Mittelstandsunternehmen, keinen Kleingewerbetreibenden, der ohne Geld überleben kann. Wenn ihnen die Bank den Geldhahn zudreht, sind sie geschlossen. So ist es. Sie müssen neu anfangen. Und nicht nur das. Wenn sie geschlossen sind, dann sind sie für Jahre, teilweise Jahrzehnte aus dem System ausgestoßen. Weil jemanden bloß zu exekutieren, das ist es ja nicht das Thema, sondern der ist ja jahrelang behindert und blockiert. Er bekommt keine Bankkonten, er bekommt keine Kredite mehr. Er ist letztlich von einem System, von dem alle abhängig geworden sind, ausgeschlossen worden. Und das werden immer mehr. Das werden Mütter, das werden Familien, das sind Kleingewerbetreibende, das sind große mittelständische Unternehmen. Es ist völlig wurscht, die Unternehmer werden auf die Straße gesetzt, wenn sie nicht die Vorgaben des Finanzkapitalismus erfüllen. Und irgendwie kommen wir unsere Regierungen davor wie ein Stein im Schuh. Es ist völlig wurscht, ob wir laufen wollen, wir gehen wollen oder stehen wollen. Es stört immer. Wir müssen immer hin und her steigen, weil dieser Stein im Schuh uns permanent daran behindert, jenes Tempo aufzunehmen, das wir wollen, nachdem wir Sehnsucht haben und das wir auch können. Also wir stecken in einer Phase, in der unsere Anführer gemeinsam mit den Denkern uns daran hindern, uns weiterzuentwickeln, uns daran hindern, uns zu befreien, uns daran hindern, diese Ketten abzulegen von einem System, das nur darauf abzielt, uns zu versklaven. Ich habe heute in einem Einkaufszentrum hier in Maribor, ich habe mir gedacht, ich muss diese Dame ansprechen, ich sehe dort einen kleinen Stand, wo Brezeln verkauft werden. Und die hat mir einen sehr, sagen wir so, jovialen und sympathischen Eindruck gemacht, war rund 40 Jahre. Und ich habe die angesprochen und ein paar Sätze mit der gewechselt. Die hat auch zwei Kinder. Die muss Brezeln verkaufen als Nebenjob, damit sie ihre Miete bezahlen kann, damit sie ihren Verpflichtungen nachgehen kann und damit sie ihre Kinder erhalten kann. Das ist nichts anderes als eine Versklavung, weil letztlich verlangt das System, dass sie Geld verdient. Das heißt, sie muss Geld heranschaffen. Und dieses System verlangt auch von anderen Leuten, Geld heranzuschaffen, und zwar von allen. Und da kann man niemandem einen Vorwurf machen, das sage ich jetzt einmal ganz radikal, dass er teilweise zu Mitteln und zu Methoden greift, weil wenn man ihn völlig ausgrenzt aus dem Arbeitsmarkt, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu Mitteln zu greifen, damit er wenigstens den morgigen Tag noch überleben kann. Oder diese Mitteln jetzt illegal sind, weil er wo einbricht oder sonst irgendwas. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir noch immer lieber, als wenn ich mir die Mittel anschaue, zu denen unsere Politiker und sogenannten Anführer greifen. Und auch die Banker. Das klingt möglicherweise im ersten Eindruck so, dass ich kriminelle Handlungen unterstütze, fördere oder sonst, das tue ich überhaupt nicht. Aber wenn das wegfallen würde, dass derjenige, der einbrechen geht, dass diejenige, die der Prostitution verfallen ist, ja, oder dass derjenige, der halt Drogen verkauft oder irgendwas anderes macht, es nicht machen würde, wenn er das Geld nicht brauchen würde, das er damit verdient. Und das ist das Paradoxon unserer Zeit, in der wir leben. Und dass Frankreich jetzt kurz davor ist, den Löffel abzugeben, indiziert uns ja in einer Reihe mit Spanien, mit Portugal, mit Irland, mit Island, mit Griechenland, mit Italien, etc., etc., indiziert ja letztlich nichts anderes, als dass wir kurz davor sind. Ich bin der Überzeugung, dass nicht nur dieses Land Österreich, und da waren wir uns auch heute Nachmittag einig, sondern auch dieser Kontinent Europa eine neue Erzählung brauchen. Wir wissen nicht mehr, was unsere Identität ist. Wir wissen nicht mehr, in welche Richtung wir gehen sollen.
sind alle verwirrt, wir sind konfus, die Leute sind misstrauisch, bis auf ein paar Prozent, ein paar Handeln, die da oben und umkräfteln und nichts anderes tun den ganzen Tag, als wie sie ihre Besitztümer und ihre Mächte und ihren Einflussbereich irgendwie noch krampfhaft, teilweise mit Gewalt, erhalten können. Die sind damit beschäftigt. Und wir sind damit beschäftigt, nicht zu wissen, in was für Richtung wir gehen müssen. Was ist unsere Alternative? Aber das haben wir ja. Und wir arbeiten dran. Und in diesem Herbst soll ja einiges in diese Richtung passieren. Dass wir ja nicht verhergehen, sondern wir kritisieren. Und wir wollen mit dieser Macht einen Frieden haben, nämlich insofern, dass wir diese Macht davon überzeugen, dass diese Zinsanteile, die wir in allem bezahlen, in allem, was wir brauchen, dass diese Zinsanteile in Zukunft wegfallen und dass es niemanden mehr gibt, der unsere Volksvertreter, die wir gewählt haben, unter Druck setzen kann und erpressen kann, uns zu betrügen. Dazu ist diese Macht fähig, auch das hat der Horst Seehofer bestätigt in diesem Interview. Weil er letztlich das wörtlich so gesagt hat, bestimmen tun nicht die, die das Volk wählt. Das war seine Aussage. Und da hat er recht. Und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass wir, wenn wir diesen Schritt schaffen wollen, einige Maßnahmen sind in Vorbereitung, nicht nur der Gesetzesentwurf für ein neues Geldsystem, sondern auch andere. Wenn wir diesen Schritt schaffen wollen, dann müssen wir wachsen. Wir müssen mehr werden. Wir müssen die Leute davon überzeugen und begeistern. Wir müssen nichts erobern, wir müssen nur begeistern. Und es kann doch bitte nicht so schwer sein, dass wir uns für die Idee begeistern, dass wenn wir uns dieser Macht entledigen, nicht nur ein großer Teil des Stresses und des Existenzdrucks und der Existenzangst wegfällt, sondern dass wir ein ganz anderes Leben führen können. Wo wir uns in der halben Zeit dasselbe Einkommen verdienen könnten, die wir heute aufwenden, und im übrigen Rest wirklich produktiv und nützlich sind. Weil die meisten Menschen sind nicht mehr wirklich produktiv und nützlich. Immer mehr wählen den Weg in die Ecke der Sozialhilfe. Muss ich sagen, ich habe genug, ich habe Burnout, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt. Ich schaue, dass ich irgendwie über die Runden komme und es genügt mir, wenn ich diesen Sockelbetrag habe, den mir das System verspricht. Und was wir dazu brauchen, und damit möchte ich jetzt schon abschließen, weil ich glaube, meine Viertelstunde ist zu Ende, was wir dazu brauchen, ist, dass wir uns von einem Syndrom befreien, in erster Linie. Das ist berühmt geworden als Eichmann-Syndrom. Denn Adolf Eichmann, den werden viele von euch kennen, einer Hauptverantwortlichen des Nazi-Regimes, den ja die Israelis, oder besser gesagt der Mossad, ja verfolgt hat in den 60er Jahren, hat man einen Gefangenen in Brasilien nach Israel gebracht und dort einen Prozess gemacht. Und seine Aussage war ja relativ berühmt, die er dann dort gemacht hat, als man ihn die Anklageschrift verlesen hat. Er hat sich ja damit gerechtfertigt, dass er gesagt hat, ich bin nur ein kleines Rädchen in der Maschine gewesen. Ich habe nicht die Verantwortung getragen. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es ein anderer gemacht. So. Und wir haben jetzt diese Situation des Eichmann-Syndroms auf der einen Seite bei den 2-3% Handeln, bei den paar hundert Leuten, die Verantwortung auf die Seite schieben und sagen, ich kann nichts dafür, dass es so ist. Und auf der anderen Seite haben wir 98%, eine große Menge an Leuten und an Bürgern, die diese Verantwortung auch nicht wirklich tragen wollen. Nämlich insofern, dass sie sagen, wir müssen unseren Nachbarn, unseren Mitbürger, unsere Familienangehörige, unsere Freunde auf ein Problem aufmerksam machen, das diese Leute nicht sehen, um uns von einer Geißel zu entledigen, die unsichtbar wie eine Geisterhand über uns herumschwadroniert und unsere Lebensenergie aussaugt und nichts anderes. Und dieses Eichmann-Syndrom, von dem müssen wir uns entledigen, weil wir müssen alle Verantwortung übernehmen und alle in dieselbe Richtung gehen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Abend habt und euch wirklich auch friedlich wieder verstreut, um morgen vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten dafür zu verwenden, ein paar SMS zu verschicken und die Leute auf Probleme aufmerksam zu machen. Damit wir in Zukunft unseren Kindern eine Gesellschaft oder eine Zivilisation übergeben können und vererben können und sagen können, wir haben es erledigt. Wir haben das erledigt, was seit Jahrtausenden versucht worden ist und nie gelungen ist. Und das ist die Befreiung vom Geldmonopol. Weil die hat
eine Macht keiner von uns haben will und die auch niemand gewählt hat. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Euer Harvey. Für alle, die sich jetzt gewundert haben, da steht ja keiner, man hört nur Stimme. Das war der Harry Friedmann, der war jetzt Live-Übertragung auch in Salzburg und in Wien und in anderen Städten. Und das ist ein Experte über das Geldsystem. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Bank irgendwas, Bankgangster, das irgendwas. Und ich sage nochmal danke, Harry Friedmann, dass du das gemacht hast. Das war super. Es war jetzt keine rechtsradikale Szene oder sonst irgendwas. Es war einfach eine normale Privatperson, ein Mensch, der was einfach das gesagt hat, was in am Herzen ist. Dass wir wirklich vor Dingen stehen, die was nicht mehr normal sind, die was geleitet sind, bewusst gesteuert sind. Und deswegen machen wir die Friedensmahnwache, dass wir mir den Frieden einbringen, dass wir mir Dinge sagen, die was nicht öffentlich genannt werden dürfen. Ja, wir machen für den Recht noch Gebrauch für freie Meinungsäußerung. Genau. So, also, wir haben jetzt gehört, die eine Ebene ist das Finanzsystem, das Zinsgeld- und Schuldsystem, was uns durch seine Verwerfungen quasi zwingt, ständig in Konkurrenzkampf zu sein. Und das andere, was ich halt selber erlebt habe, ich war auf Facebook und da war so ein Posting, dass eben der Netanyahu in Israel behauptet hat, Israel verteidigt sich nur gegenüber der gemeinen Hamas, die Israel ständig beschießt. Und also es ist eigentlich nur ein Verteidigungskrieg. Dann habe ich gewagt zu posten, this fucking liar oder so. Und dann bin ich da in eine Diskussion gekommen mit zwei Leuten, die dem Judentum angehören anscheinend, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall waren das ein gewisser Herr Katzmeier und es war ganz typisch Levi Simon, es war eine Frau. Also man sieht schon anhand der Namen, dass sie anscheinend Juden waren. Und da ist eine heiße Diskussion entbrannt. Und ich habe natürlich ganz stur meinen Standpunkt immer mehr versucht zu verteidigen, damit mein Ego ja recht hat und genauso war es auf der Gegenseite. Und zum Schluss sind wir eigentlich nicht friedlich auseinandergegangen, sondern es war eine Riesenlücke zwischen meiner Meinung und der Meinung dieser Menschen, die ich eigentlich gar nicht kenne. Der Niesig, ich halte sie für sehr gebildete und kulturell hochstehende oder hochgebildete Leute. Und trotzdem habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich jetzt genau das verfehlt, wofür ich montags da hergehe. Wir kommen für Frieden her und was habe ich geschafft? Ich habe eine Riesenlücke zwischen Menschen getrieben. Und jetzt hätte ich einen Aufruf heute. Also, ihr habt gesehen, jeden Montag haben wir so zwischen 80 und 200 Aufrufe von den Montagsdemos, stimmt der Zahl in etwa. Und jetzt hätte ich bitte, jeder, der das hört, weil ich bin mit meiner Weisheit am Ende, die Weisheit mag ja nicht sehr groß sein, vielleicht deswegen, bitte ich jetzt in den Kommentaren zu posten, ob jemand eine Idee hat, wie geht man jetzt mit so einer Situation um? Soll man jetzt einfach denen Recht geben, um Frieden zu schaffen, soll man stur seine Meinung behalten? Oder wie kann man es schaffen, aus so einer Situation einen Ort von Friede zu schaffen? Weil eigentlich habe ich mir gedacht, das ist der Krieg, der dann, wenn er die Nationen erreicht, einfach da im Kleinen anfängt. Das ist schon genau die zwei Meinungen, die aufeinandertreffen. Und natürlich habe ich ganz schlimme Gedanken gehabt, die fangen mit Ash an und hören mit Juden auf. Und genauso nehme ich an, hat die Gegenseite sich gedacht, was ist denn das für ein panierter Typ, der da einfach seine sture Meinung nicht los hat. Und es ist natürlich im Zuge dieser Diskussion ist natürlich auch sofort die Antisemitismuskeule und sie haben auch sofort vorgehalten, dass ich wahrscheinlich ein Holocaust-Leugner bin und lauter so Sachen. Und da wäre jetzt wirklich mein Aufruf, bitte, wer da eine gute Idee hat, wie kann man mit so einer Situation umgehen? Konstruktiv, für Frieden war die Idee. Und ich muss leider gestehen, ich bin schrecklich umgefallen. Aber ich habe ein anderes Posting gesehen. Ich mache meine Fehler 5 bis 6 Mal, damit ich dann auch sicher sein kann, dass es ein Fehler war. So, in diesem Sinne, mein Aufruf, der erste Teil ist, wie schaffen wir es, so im kleinen Bereich, im zwischenmenschlichen Gespräch, für Frieden zu sein
Und wie schaffen wir es, so wie der Harvey Friedman auch gesagt hat, da mehr zu werden? Das war's. Danke. So, ganz kurz noch. Wie ihr wisst, ich habe ein Projekt begonnen, gegründet. Das ist, das nennt sich ubendo.tv. Ubendo ist das Wort für Liebe in der Sprache der Kiswahili. Das ist ein Stamm in Südafrika. Und die Homepage Ubendo.tv sollte den Sinn haben, das ist eine Art Open-Source-Projekt, wo quasi die ganze Welt, also die ganze Community mitarbeiten kann und auch mitarbeiten soll. Und deswegen rufe ich auf, ich suche, wer Interesse hat, ehrenamtliche Programmierer. Wer weiß, dass ich komme selber von der EDV, also EDV, ihr wisst ja die Abkürzung von EDV, was das ist? Ende der Vernunft, ja. Okay. Wie gesagt, ich möchte so eine Homepage machen, wo man quasi alle alternativen Fernseh- und Radiosender auf einen Blick zusammengefasst sieht, dass man nicht jedes Mal alles abgrasen muss, was es da gibt, also Bewusst-TV, Alpenparlament und Querdenken-TV und Mystica und Nuo Viso und so weiter und so weiter. Also da gibt es ja massenweise. Wer da Interesse hat oder wer jemanden kennt, der da mir helfen könnte, das zu realisieren, also die Serverplattformen und die Datenbanken, das steht schon alles, es ist auch schon die Domain alles angemeldet, ist alles schon da. Es geht quasi nur mehr noch um das Erstellen dieser mobilen Webseite. Mobile Webseite deswegen, jetzt ist mein Original am Mucken eingeflogen. Mobile Webseite deswegen, weil es quasi auf jedem Device automatisch auch laufen würde. Ja? Das heißt, ursprünglich war es gedacht, dass wir Apps machen und so weiter, aber das ist alles gar nicht notwendig, sondern dass man einfach auch mobile Webseiten hat und die geht quasi überall, sogar auf Smart TVs und. Also wenn jemand Interesse hat, da mitzuwirken und mitzumachen oder auch Leute weiß oder Menschen, die da mir helfen könnten, das zu realisieren und auf die Füße zu stellen, dann bitte sich bei mir zu melden oder sonst einfach eine E-Mail an office@ubendo.tv, ja, oder einfach an mich selber persönlich wenden. Danke. Weil vorhin auch schon länger her gefallen ist, was kann man tun? Also ich bin immer für so, was kann man tun? Und auch, wo sind die Lösungen? Die Lösungen liegen in uns selbst. Also wir müssen erkennen, was gescheit ist, was sinnvoll ist für die Zukunft, wo man anderen helfen kann. Wir müssen uns ganz viele Aktionen einfallen lassen, wo man zeigen, wie man hilft, was man tun kann und wie man es auch macht. Und wir sammeln ja eh schon ganz viele Sachen, die zusammenpassen, wo sich eins mit dem anderen ergibt. Und eins, was auch ist, was ich erwähnen will noch, ist eben diese Postkarten. Auf diesen Postkarten wollen wir auch zeigen, dass es eine Völkerverbindung gibt, dass es eben gegenseitige Wünsche gibt für Frieden und für die Zukunft. Und das machen wir da in unserer Friedenswerkstatt. Vielleicht kann man das ein bisschen mehr noch das nächste Mal hervorheben, dass wir auch nicht nur mit Mikrofon, sondern auch ohne Mikrofon und nicht nur mit Facebook, sondern auch schriftlich, dass wir da miteinander kommunizieren können. Weil ich denke, das ist extrem wichtig, dass wir nicht nur digitale Medien verwenden, sondern dass wir auch wieder zurückkommen zur Schriftform und zum geschriebenen Text, weil das etwas ist, was beständiger ist als das Digitale. Das Digitale im Facebook zum Beispiel ist total vergänglich, das vergisst gleich wieder jeder. Und die anderen Sachen, die kann man doch wieder nachlesen. Und wenn wir, so wie wir gehört haben, dann wieder 30% mehr Zeit haben, dann können wir auch wieder Bücher lesen, hoffentlich. Und nicht nur das Facebook. Okay, das ist für heute mein Statement. Liebe Monte Demokratie-Gemeinde, lieber Max, dir besonders einmal Dankeschön für das, dass du den Mut gehabt hast, in den Facebook, hast dich gemeldet und du hast eine Diskussion ausgelöst. Alle Achtung dir, Hut ab vor dir. Und du hast vollkommen recht gehabt. Du hast nicht Erfolg angegriffen, du hast den Kriegsreiber angegriffen. Und es ist halt einmal so, wenn wer den Mut hat, sein was sagen, muss er auch damit rechnen, dass er Feinde hat. Und mir ist auf der Wegbaustelle, wie es uns auf der Weg gebaut worden ist, da haben wir auch in der Wegbaupartie, ich war ja als Interessent dabei, haben wir in der Wegbaupartie einen gehabt, der alle quer getrieben hat. Und da hat es auch wieder einmal einen Wickel gegeben und dann hat der Turner unserer Agrarpartie für gesagt,
wie nachher da der Wirbel aufgelöst worden ist, hat er gesagt, Wasche, das müsst ihr dann merken. Allem, wenn der Jockel recht wie schreit, hast du richtig gemacht. Und es gibt eben Gesellschaftssysteme, auf die man lesen soll. Das sind die Mainstream-Medien, das WTO und das DTIP und der ganze Konzernismus. Und man muss lesen, wie laut sie werben. Und je lauter dass die werben, desto richtiger liegen wir mit unserer Lebenseinstellung. Wir müssen eben den Mut haben, wir selber zu sein. Und jetzt möchte ich ein Kärntnerlied in Text aufsagen. Knie tief in der Erde, da halte ich mich an, dass Wetter und Wind mir nichts anhaben kann. Sind Bachlen, sind jung und sind alt. Ich trinke aus den Bachlen und meine Wurzeln haben Halt. Jetzt kann ich schon wieder und blitzen rundum. Ich stehe in der Erde und nichts bringt mich um. Und das wünsche ich eng allen, dass uns nichts umbringt. Dass wir an den dunklen Kräften, an den satanischen Kräften, die unsere Welt regieren wollen, dass wir an denen erstarken. Und damit eng allen Kopf hoch, eng Azetkalen und eng die ganzen Monte Demokratielen. Hallo, grüß euch. Ich möchte ein paar Worte an euch richten. Ja, wunderbar, dass wir so eine große Vielfalt bei uns da haben. Ich bin ganz baff und ich freue mich sehr, dass wir diese Vielfalt noch haben, weil diese Vielfalt kann ganz schnell in eine Einfältigkeit sich verwandeln, wenn man nicht aufpasst und dieses darauf Acht geben. Deswegen stehen wir ja da, dass wir uns eben diese Vielfalt bewahren, unsere Individualität, so sehr wir vielleicht auch vom System in irgendeiner Form, wie soll ich sagen, dazu genötigt werden. Ich möchte noch einmal etwas erwähnen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich meine, ich sehe, wir sind ja sehr unterschiedlich gestrickt. Die einen kommen aus einer, sage ich jetzt mal, spirituellen Ebene, die anderen kommen mehr aus einer, sage ich mal, so aus der Bankenszene, die kennen sich dort recht gut aus. Ich denke, ich kann mich ein bisschen im Bereich sozusagen, sage ich jetzt mal, naturwissenschaftlichen Bereich ein bisschen aus. Nicht? Und was mir halt immer wieder einfällt, ist Harmonie. Harmonie hat etwas für mich damit zu tun, dass man im Gleichklang mit der Natur lebt. Und dieser Gleichklang mit der Natur entsteht dann, wenn man sich an die Gesetze, die die Natur uns vorgegeben hat, wenn man sich an die Gesetze hält. Diese Gesetze, die gibt es schon sehr, sehr lang. Genau genommen gibt es diese Gesetze ja nicht nur bei uns auf unserem Planeten hier, egal ob in Kärnten oder irgendwo sonst auf unserem Planeten, sondern das gibt es in unserem Sonnensystem, in unserem ganzen Sternensystem, überhaupt im ganzen Universum. Und das seit sage und schreibe 13,7 Milliarden Jahre. Das sind die Naturgesetze. Diese Naturgesetze, das ist quasi die universelle Verfassung, die es gibt. Und wenn wir mit dieser Verfassung in Einklang leben, dann brauchen wir keine Reformen, brauchen wir keine Rechtsreformen, wir brauchen auch kein Zinseszinssystem, weil es werden keine Lücken mehr sich auftun. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man, wie soll ich sagen, Abstand gewinnt von dem, was man in der Schule gelernt hat, über Physik, Chemie, Mathematik, was meistens eine ziemlich trockene Partie war und wahrscheinlich die wenigsten interessiert hat, hin zum selber Praktizieren dessen, zum Erfahren, was ist ein Naturgesetz? Woran erkenne ich, ob etwas ein echtes, ein wirkliches Naturgesetz ist oder ob das einfach nur ein von Menschen handgemachtes, willkürliches Gesetz ist? Und da gibt es ein paar ganz einfache Kriterien, anhand dessen man erkennen kann, ob man es mit einem Naturgesetz zu tun hat. Das erste Kriterium, anhand dessen man ein Naturgesetz erkennen kann, ist die sogenannte Autoexekution. Bitte nicht vor Fremdwörtern erschrecken. Das heißt einfach, echte Gesetze exekutieren sich von selber. Oder habt schon einmal einen Polizisten gesehen, der zum Beispiel ein elektromagnetisches Wellenfeld exekutiert? Oder zum Beispiel die Gravitation exekutiert? Oder einen Drehimpuls? Oder Massenträgheit? Diese Dinge sind echte Gesetze. Sie gelten universell. Sie gelten überall im gesamten bekannten Universum. Und das seit 13,7 Milliarden Jahren. Das nenne ich ein Gesetz.
Das ist ein Gesetz für mich. Und das ist sozusagen auch etwas, wo ich sage, je mehr wir dorthin kommen, ich weiß, das geht nur in vielen, vielen kleinen Schritten, weil das ist sehr komplex. Nicht? Der Mensch hat halt nun einmal seinen eigenen Willen und jeder möchte halt gern seinen Willen durchbringen. Und meistens geht das halt zu Lasten vieler anderer. Nicht? Solange die Menschen in etwa in ihrem Kräfteverhältnis in etwa gleich stark sind, macht das ja nichts. Aber sie sind es eben leider nicht, sondern es kommt eben ziemlich schnell eben durch eben dieses typische Geldsystem zu Geldmengenkonzentration, zu Machtverschiebungen. Und ich habe das eh schon einmal anders mal auch gesagt, das Ganze bringt man nicht mehr in ein Gleichgewicht, weil der Kern dessen, wie soll ich sagen, nichts anderes ist als ein Versuch, die Naturgesetze zu überlisten. Die Naturgesetze lassen sich aber eben nicht überlisten. Das ist es eben. Da gibt es immer einen Energieerhaltungssatz. Und Energieerhaltung bedeutet schlicht und ergreifend, dass man nicht mehr aus etwas herausnehmen kann, als wie drinnen steckt. Es bedeutet sozusagen Erhaltung. Es muss die Summe dessen, was da ist, immer gleich sein. Da gibt es nicht mehr und weniger. Das ist wirklich ein echtes Naturgesetz. Letztendlich sozusagen versucht man diese Naturgesetze aber trotzdem irgendwie immer mit Zinseszinsen, wie soll ich sagen, künstlich, was ja nichts anderes sein als wie Perpetuum mobile, versucht man zu konstruieren. Nicht? Ich würde zum Beispiel auch vorschlagen, damit man in diese Lösungsphase kommt, jeder, der irgendeine Form von Geschäft betreibt, insbesondere im Bankenbereich, muss, damit er diesen sogenannten Business Case, wie es dort heißt, damit er diesen Business Case sozusagen unter die Menschen bringen darf, muss ein physikalisches Modell bauen, das funktioniert. Und ich schwöre euch, 99% von denen werden scheitern. Das wird nicht funktionieren. Und damit weißt du, das ist kein Modell, das uns Menschen dient, sondern das ist ein Modell, das uns Menschen unserer Freiheit beraubt, unserer Selbstachtung, unserem Leben beraubt und vor allem unserer Liebe für uns selbst. Es ist so wichtig, dass wir auch wieder lernen, uns selber zu lieben, egal wie scheiße es uns geht. Und ich glaube, ich weiß, wovon ich da rede. Ne? Es ist wirklich wichtig. Es ist wichtig, dass wir diese unterschiedlichen Aspekte zusammenbringen. Auf der einen Seite, wie soll ich sagen, Herz, aber auch Verstand. Beides wird benötigt. Wir sind, wie soll ich sagen, die Summe von all dem. Wir sind Geist und Seele. Und wir haben ein begrenztes Leben. Aber das, was wir heute schaffen, das ist das, was vielleicht viele, viele Generationen weiter nützlich sein kann, wenn wir es gut machen. Wir können aber auch uns äußerst egoistisch und räuberisch verhalten und einfach nur außersaugen, was gibt, so dieses typische Einweg-Energiesystem, Erdöl außerziehen, überall alles, was noch drinnen ist, saugen wir außer und höhlen damit unseren Planeten aus und höhlen damit alles das aus, was über Jahrmillionen zu unser aller Wohl, und ich meine nicht nur die Menschen, die wir heute sind, sondern die, die noch geboren werden und auch die, die schon waren, die auch für uns sozusagen Sorge getragen haben, wir höhlen das aus, nur damit wir jetzt, wie soll ich sagen, irgendeinem blinden Egoismus folgen, und den wollen wir vielleicht gar nicht. Die meisten von uns, was wir da stehen, die wollen das doch gar nicht. Eigentlich wollen wir ja nur, unter Anführungsstrichen, wir wollen ja eigentlich nur glücklich sein. Und dieses Glück versuchen wir uns wieder zu schaffen. Wir holen es uns wieder zurück. Wir holen es uns zurück, indem wir da stehen, indem wir sagen, wir stehen da. Wir stehen nicht nur für uns da, wir stehen auch für die anderen da, die vielleicht nicht den Mut haben oder einfach auch nicht, aus irgendeinem Grund nicht können, da stehen können. Und das tun wir so lange, bis sie den Mut auch wieder aufbringen und sagen, wir stellen uns zu euch dazu. Wir wissen, was ihr tut, kommt von Herzen, es ist die Wahrheit, was ihr sagt. Ihr wollt nichts anderes als wie das, was wir alle wollen. Ein gutes, ein echtes, ein ehrliches Leben. Ein Leben, das sich sozusagen im Gleichgewicht mit der Natur befindet. Mit dem, woraus wir alle zu 100% bestehen. Aus Natur. Und dafür gibt es Gesetze. Diese Gesetze braucht man nur einmal lernen. Da gibt es ja keine juristische, wie soll ich sagen, da gibt es jetzt nicht alle Ritter eine Gesetzesänderung. Diese Gesetze sind komplex. Sie sind wirklich komplex. Aber sie ändern sich nicht. Das heißt, das ist etwas, was sehr, sehr sicher, sehr, sehr zuverlässig ist. Und diese Zuverlässigkeit, die gibt Sicherheit. Die gibt die Sicherheit sozusagen, mit der wir dann alle eine Welt erschaffen können, die wesentlich besser ist als wie das, was wir bisher da geliefert bekommen haben, weil wir uns halt auch missbrauchen haben lassen. Ich genauso. Ich habe es halt auf der technischen Ebene missbrauchen lassen, der andere lässt im Gesundheitsbereich missbrauchen. Jeder lässt sich antreiben, lässt sich irgendwo in so Sackgassen eindrängen, bis er nicht mehr kann. Und wenn er nicht mehr kann, dann wird er einfach, naja, wie sagt man so schön, dann wird er geschasst. Dann wird er geschasst, geh weg, braucht man nicht mehr. Du bist heute halt ein C-Mitarbeiter, wir brauchen nur A- und B-Mitarbeiter. Wer die Leistung nicht bringt, der ist das Gehalt nicht wert und bla bla bla. Und so geht es dahin. Nicht? Und diese Kreisläufe sozusagen des Aussaugens, dieser Einweg-Energie-Vernichtung kann man nicht sagen, aber dieser
dieses Verbrauches von freien Ressourcen, mein Spezialwort dafür ist Entropie, das ist nämlich genau das, was es beschreibt, aber vergesst es einmal. Der Punkt ist, all das geht immer schneller, es beschleunigt sich sogar noch. Was ich früher hat vielleicht jemand einmal mit 60 an Burnout gekriegt oder meinetwegen in der Pension, weil er das nicht verkraftet hat, dass er seine geliebte Arbeit nicht mehr hat machen dürfen, dass er diese Wertschätzung, die er dort erfahren hat, nicht mehr kriegt. Heute haben die Leute teilweise schon mit Anfang 30, Mitte 30 Burnouts, finden sich in ihrem Leben nicht mehr, haben vielleicht sogar viel geleistet, damit sie endlich ihren Traumberuf machen können, machen den ein paar Jahre und sind dann fertig mit der Welt. Und das kann es ja nicht sein. Das kann es nicht sein, weil da einfach etwas im Gange ist, was uns allen nicht gut tut. Wir werden sozusagen, es wird auch aus uns herausgesaugt, nicht nur aus der Erde, es wird auch aus uns herausgesaugt und die Möglichkeiten, mit denen man das tut, die werden immer perfider. Ich verweise jetzt einmal mehr auf die Methoden aus der Mathematik, insbesondere aus der Stochastik. Schaut euch das an, das ist kein Dreck, das ist keine Kleinigkeit, was da abgeht. Kontrolle basiert heute im Wesentlichen auf sehr spezifischen mathematischen Methoden. In der Stochastik gibt es hier solche Themen, mit denen man das auch messen kann, wie perfide das abläuft. Diese Dinge sind keine Kleinigkeit, man muss sie sich wirklich einmal vergegenwärtigen. Das wird im Finanzsystem ja auch, genau das ist ja der Grund, warum das Finanzsystem unter Anführungsstriche so erfolgreich ist, für einige wenige so erfolgreich ist und die Mehrzahl von uns, wie soll ich sagen, dumm durch die Wäsche schaut. Aus genau dem Grund, weil die Methoden einsetzen, die wir sozusagen nicht durchschauen können von der Komplexität, es sei denn, man beschäftigt sich sehr intensiv damit, erstens und zum Zweiten, man könnte sie auch wieder verbieten oder rückgängig machen. Oder man setzt sie für die Allgemeinheit ein und sagt, okay, wer messen will, dann messen wir es aber richtig. Messen wir es, das nennt man in der Statistik, nennt man das die Gleichverteilung. Messen wir es gegen die Gleichverteilung, die auch dem Gleichheitsgrundsatz ja sehr, sehr naheliegend ist. Nämlich, dass wir alle das gleiche Recht haben zu existieren, dass wir alle das gleiche Recht haben, sozusagen auch mit den entsprechenden Verpflichtungen in dieser Welt zu sein. Wir sind ja in diese Welt geholt worden, damit wir etwas, eine Aufgabe erfüllen, eine innere Herzensaufgabe. Natürlich tun wir auch für nach im Außen diese ganzen Werte, die wir hier sehen, die geschaffen worden sind. Das ist so viel Schweiß, das ist so viel Liebe, die da geschaffen worden ist. Man nutzt das einfach nur, aber es ist ja kein Selbstverständnis. Hier haben viele Menschen guten Willen gezeigt, damit das alles so tadellos ist. Man sieht es ja dort, wo es nicht funktioniert. Wenn du nichts, kein Wasser mehr hast, kein sauberes, wenn da das alles nur noch, wie soll ich sagen, entzogen wird und ein paar die Macht haben und die laufen mit irgendeinen Kalaschnikows herum und töten jeden, der sich wehrt dagegen. Man sieht ja, was passiert, wenn man das sich entziehen lässt. Es ist wichtig, dass wir da stehen. Und in dem Sinn danke ich euch auch, dass ihr auch, wie soll ich sagen, euch jeden Montag daherstellt und ich tue das auch gerne. Dankeschön und einen schönen Abend noch. Ja, ich weiß, ich bin lästig, aber ich muss unbedingt einen Lösungsvorschlag anbringen, und zwar meinem lieben Kollegen, den Max. Er hat ja gefragt, was man machen kann, und ich habe ganz zufällig, und das war wirklich nicht abgesprochen, zwei Möglichkeiten. Ne? Wir Menschen sind nicht so unterschiedlich, wie wir glauben. Und da gibt es die eine Möglichkeit, ist ein schlagender Text, gefällt mir aber nicht so gut und deswegen sage ich mir gleich als erstes, damit ich ihn hinter mir habe. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es gnadet euch Gott. Das ist von Karl Theodor Körner, ein Dichter. Klingt ein bisschen schon radikal. Ich habe eine andere Methode, wie man diesen Konflikt lösen kann. Und der Gaza ist ja angesprochen worden und Israel. Ich bin Palästinenser, wenn Palästinenser bedroht werden. Ich bin Israeli, wenn Israelis bedroht werden. Ich bin Syrer, wenn Syrer bedroht werden. Ich bin Iraki, wenn Irakis bedroht werden. Und ich bin Österreicher, wenn Österreicher bedroht werden. Ich bin Deutscher, wenn Deutsche bedroht werden und US-Amerikaner, wenn US-Amerikaner bedroht werden. Und so weiter und so fort. Danke. Einen wunderbaren heutigen Abend in Dunkelheit sieht man unter dem Wolkenschein über diesen Möglichkeiten, wie wir jetzt hören, verspenden wir das Leben zurück. Diesen Tag haben wir immer wieder gewinnt,
für den nächsten Montag das Wochenende. Viele Urlauber haben keine Ahnung, wo wir sind, aber wir werden wieder weiter tun auf diesem Wegen, was die anderen noch nicht Beweglichen gehört haben. Wir werden noch einmal den Hungrigen schon an Durst abwarten, wie der Mund Wasser wäschert. Aber unter dem Wasser kann man nicht suchen, weil die Bachlein sind mir so wertvolles Wasser, wo man immer wieder trinken kann. So, danke für alle, was heute da waren. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Danke für die Leute, was sonst da überall sitzen geblieben sind. Danke auch für die Michi, sie hat uns da ein super Plakat gemacht. Jeder, was noch will, kann noch was aufschreiben. Für das, was wir sind, für Frieden, für Liebe, für Gerechtigkeit und so weiter. Mir ist eins heute aufgefallen, dass auf das wir noch eingehen. Und da hat einer was gesagt, eben, dass wir uns da drüben beim Glockenturm treffen. Für eine Andacht oder so weiter. Ich gebe da einen Tipp weiter. Der, was das macht, der kann das gern machen, aber betet für das, dass die Sachen von der katholischen Kirche ans Licht kommen, dass die Sachen von der evangelischen Kirche ans Licht kommen und dass die Menschen auch wirklich kommen, dass, weil ich bin selber Christ, muss ich sagen, ich glaube voll an Gott, aber ich muss jetzt eins loswerden, was mich schon stört seit Jahren. Wo seid ihr Christ? Wo seid ihr? Ihr müsst so stehen, ihr müsst aufstehen mit uns. Ihr müsst die Sachen ans Licht bringen und nicht drin sitzen in der Kirche und beten, weil das braucht es auch, aber es ist nicht alles. Weil ihr braucht euch ab jetzt nicht mehr Christ nennen, nur mal die, was wirklich da stehen und mit uns was machen. Und ich sage auch eins weiter, wenn ich bete, dann bete ich so, jetzt kommt Offenbarung, jetzt kommt Kraft, jetzt kommt Leben, jetzt kommt alles ans Licht auf der ganzen Erde und so muss man beten und dann passiert wirklich was. Genau. Und wir treffen uns jetzt noch beim Augustin, danach jeder, was will, kann gerne mitkommen und danke nochmal für alles heute, das war echt super. Es wird Zeit, dass ihr uns hört, wir wollen Frieden. Wir sind nicht Dornröschen, aber endlich aus dem Schlaf erwacht. Sehen, dass die Medien uns für dumm verkaufen wollen. Und ich wünsche uns allen, dass wir den längeren Atem haben. Die Politik endlich einlenkt, denn sie braucht das Volk. Und wir brauchen keine Führer oder Parlamente, die uns in die Armut drängen. Frag mich, wo ist da die Grenze? Sie steigern ihren Profit, versuchen ihren Arsch zu retten. Spekulieren mit Rohstoffen, kommen mit neuen Sparpaketen. Alles auf unsere Kosten. Wo wir Verlierer und die Banken die Gewinner sind. So kann's nicht weitergehen, wir stehen an einem Scheideweg. Geht für den Frieden auf die Straße, jeder Einzelne zählt. Oh nein, wir stehen hier nicht für Krieg, wir wollen Frieden. Und sind gemeinsam hier, bis weiße Tauben fliegen. Nicht eine Kugel ist es wert, dass wir mit Gewalt die Welt zerstören. Es wird Zeit, dass ihr uns hört, wir wollen Frieden. Wir müssen tun, statt zu reden, uns bleibt leider keine Zeit. Deswegen stehen wir Hand in Hand, jeden Montag hier vereint. Jetzt geht die Botschaft um die Welt, keiner ist allein. Seite an Seite, komm vorbei und bring dich ein. Sei ein Teil vom Kollektiv, schließ dich an und werd aktiv. Nur Frieden auf der Welt sichert all das, was du liebst. Und ich lass mir nicht den Mund verbieten. Seit Wochen stehen wir hier uns alle ein, der Wunsch nach Frieden. Dann beginnt die Presse uns zu diffamieren. Plötzlich seien wir recht, sie wollen uns brechen, aber das wird nicht passieren. Und wenn ich uns so anschau, denk ich jetzt erst recht. Egal was kommen mag, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh nein, wir stehen hier nicht für Krieg, wir wollen Frieden. Und sind gemeinsam hier, bis weiße Tauben fliegen. Nicht eine Kugel ist es wert, dass wir mit Gewalt die Welt zerstören. Es wird Zeit, dass ihr uns hört, wir wollen Frieden. Oh nein, wir stehen hier nicht für Krieg, wir wollen Frieden. Und sind gemeinsam hier, bis weiße Tauben fliegen. Nicht eine Kugel ist es wert, dass wir mit Gewalt die Welt zerstören. Es wird Zeit, dass ihr uns hört, wir wollen Frieden. We love not war. Es wird Zeit, dass ihr uns hört, wir wollen Frieden.